Kommen wir zum heutigen Abend. Ich möchte ganz kurz die heutigen Mitwirkenden vorstellen, die alle an den zwei Büchern, über die wir sprechen wollen und die wir vorstellen wollen, mitgewirkt haben, entweder als Herausgeber oder als Autoren. Und sie werden in den folgenden zwei Stunden zu ihren Beiträgen erzählen und euch an den Einsichten teilhaben lassen. Vielleicht mal alle, ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, dass alle Mitwirkenden, aktiven Mitwirkenden mal ihre Kamera anmachen. Also im Einzelnen sind dies Wladimir Alexejew. Wladimir ist KI-Künstler und KI-Researcher und er schreibt zu KI und Kunst in vielfältigen Formen, Blog, Twitter. Und er schreibt nicht nur, sondern er ist aktiver Künstler unter dem Künstlernamen Merzmensch und beteiligt sich auch an Ausstellungen. Dann haben wir Professor Dr. Felix Bode. Er ist Kriminologe bei der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen und Autor und Herausgeber mehrerer Bücher und Buchbeiträge zu Polizeiwissenschaft, insbesondere zu Predictive Policing, was auch das Thema, was auch sein Beitrag war zu einem der Bücher, über die wir reden werden. Monika Epple ist Head of Digital and Smart Analytics vom Rückversicherungsunternehmen Swissway. Andreas Gilhuber ist Co-CEO bei Alexander Tamm GmbH, einer Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Data Science. Dann haben wir Göran Kauermann. Moment. AB Klein, ja, doch, ja, okay, Reihenfolge auf den Bildern ist falsch. Göran Kauermann ist an der LMU, also Ludwig-Maximilians-Universität, an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik, Direktor des Instituts für Statistik und am Elite-Studiengang Data Science. Er ist Autor mehrerer Fachbücher zur Statistik, hat eine beeindruckende Publikationsliste und weitere Funktionen in mehreren Organisationen, unter anderem Vorstandsvorsitz der GDS. Und Hans-Werner Klein ist Berater und Dozent Data-Driven Business. Er ist Autor und Mitherausgeber mehrerer Bücher zu Marktforschung und Data Science. Er ist Initiator, Organisator und Betreiber des Wissenspodcasts achwas.fm. Und zwar zusammen mit Professor Dr. Thomas Wirth. Und dann haben wir André Lukow, Head of Emerging Technologies bei der BMW-Gruppe. Ich würde mal alle Teilnehmer bitten, ganz kurz die Mikros aufzumachen und unsere Akteure zu begrüßen. Breche ich mal das Eis. Schönen guten Abend, Göran Kauermann. Hallo, ich bin der Andi Gilhuber. Schönen Abend. Schönen guten Abend, ich bin der Hans-Werner Klein, der HW. Hallo, ich bin die Monika Eppler von der Swissstream. Hallo, ich bin der Felix Bode von der HSPV Nordrhein-Westfalen. Hallo, mein Name ist André Ducco von der BMW Group. Ich freue mich. Ja, vielen Dank. Prima, super. Danke für das kurze Einblenden. So, man sieht mich im Video. So, also, worum geht's heute Abend? Es geht um diese zwei Bücher. Das eine Buch hier, Angewandte Data Science, Untertitel, Projekte, Methoden und Prozesse. Das ist das eine. Und das ist das zweite Buch. Ja, so, ja. Künstliche Intelligenz und Data Science in Theorie und Praxis, von Algorithmen und Methoden zur praktischen Umsetzung in Unternehmen. Und ganz klar ist, beide haben natürlich ganz viel gemeinsam, kann man auf den ersten Blick erkennen. Beide handeln von Data Science, von KI, von der Verbindung von Theorie und Praxis. Beide sind bei Springer erschienen. Beide sind nahezu zeitgleich publiziert worden, also im Juni dieses Jahres.
Und beide sind Herausgeberwerke. Das heißt also, weitere Autoren haben Artikel beigetragen. Es gibt auch Unterschiede zwischen beiden Werken, die vermutlich im Laufe des Abends sichtbar werden, wenn wir genauer auf die Beiträge eingehen. Aus meiner Perspektive sind die wesentlichen Unterschiede verschiedene Anwendungsgebiete von Data Science und KI. Man könnte auch sagen, unterschiedliche Use Cases. Und aus meiner Sicht ergänzen sich beide Bücher deswegen hervorragend und bilden gemeinsam einen sehr breiten Praxishintergrund ab. Ich würde, wenn wir mal alles vorgestellt haben, dann auch die Wahrnehmung der Teilnehmer genau zu dieser Fragestellung Gemeinsamkeiten, Unterschiede interessieren. Also wäre schön, wenn wir dazu einige Meinungen in der Diskussion hören könnten. So, als Herausgeber des Buches Angewandte Data Science mache ich mal den Anfang und gehe in medias res und stelle kurz das und sehr gestrafft das Buch vor. Hoffentlich kann ich die Zeit einhalten. Also das Buch ist das Ergebnis der Meetup-Reihe von Data Science Darmstadt. Und in dieser Meetup-Reihe finden Vorträge statt zu Anwendungen von Data Science, von Wissenschaftlern, Hochschullehrern, Praktikern mit großer fachlicher Tiefe. Und dabei erkunden wir ein weit gestreutes Feld von Anwendungsgebieten und Themen. Und meine Idee war gewesen, mit diesem Buch einige der in dieser Vortragsreihe gehaltenen Vorträge festzuhalten, gewissermaßen dem langes Leben einzuhauchen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Es war mir darüber hinaus ein Anliegen, etwas von dieser Lebendigkeit des gesprochenen Wortes und der Farbigkeit der visuellen Kommunikation von Infografiken, Diagrammen und Charts, die in einem gesprochenen Vortrag, der dann begleitet wird von Slides, in dieses Buch auch mit hinein zu transportieren. Und insofern ist es also ganz bewusst auch ein Vermeiden von der typischen Paper, der wissenschaftlichen Paper-Struktur und dem Duktus, der dort herrscht, sondern es sollte die Atmosphäre von lebendigen Vorträgen, die soll in diesem Buch rüberkommen. Und ich hoffe, dass es gelungen ist. Auch da würden mich Stimmen interessieren. Aber um die reinen Fakten mal sprechen zu lassen, also was gibt es dort? Also es gibt drei Buchabschnitte, eben Projekte, Methoden und Prozesse der angewandten Data Science. Es gibt 11 Artikel, geschrieben von 18 Autoren und Co-Autoren. Umfang sind 280 Seiten, reine Artikel und paar 30 Seiten unter anderem also Einführung, Übersicht über die Vorträge. Es gibt über 110 Abbildungen, also 118 genau, und eine ausführliche Übersicht. Und wie gesagt, also veröffentlicht wurde das von Springer Viehweg im Ende Juni. Das gedruckte Buch als Softcover, also kein Hardcover hier, dieses, gibt's für 33 Euro und dann gibt es eine E-Book-Version für 25 Euro. Und ich möchte jetzt in den nächsten Minuten einen straffen Überblick über die Artikel und Beiträge in diesem Buch geben. Und dazu gehe ich mal aus der PowerPoint raus und hoffe, ja, und gehe mal in das PDF rein. So. Der erste Buchteil Projekte wird eröffnet von Dr. Wolfer und Dr. Rüdiger. Die sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim
Und beide berichten über ihr Projekt der frei zugänglichen Web-Applikation Ovid Plus Live und ihre Entwicklungsgeschichte. Und das Ziel des Projektes ist es, Sprachdaten aus den deutschsprachigen Online-Quellen zu erheben, als Korpus aufzubereiten und analysierbar zu machen. Und zwar nicht nur als Expertentool für Linguisten, für Sprachwissenschaftler, sondern für jeden fachlich Interessierten, der seine eigenen analytischen Fragen stellen möchte und selbst beantworten möchte, also Information Prosumer. Aus Nutzersicht steht im Zentrum der Applikation daher die Suche mittels frei zu definierender Kennworte, Unigramme, Bigramme, Trigramme. Und dann bekommt der Nutzer dann die Häufigkeit dieser Kennworte numerisch und grafisch dargestellt. Zurück. Gucken wir uns das mal kurz an. Ja, genau hier. Hier sieht man schon, wie das ursprünglich aussah, sind mittlerweile weiterentwickelt worden. Und so sieht mittlerweile einer der möglichen Outputs aus, wie es hier links dargestellt worden ist. Und rechts oben ist so eine andere Darstellungsform. Und was ist der Zweck des Ganzen? Die Absicht, also mit feiner Granularität, ist eben die Absicht, dass man in den Publikationen die Verwendung bestimmter Begriffskombinationen, Muster und Korrelationen erkennen kann und mit bestimmten politischen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Ereignissen in Zusammenhang bringen kann. Also Ausgangspunkt war am Anfang Covid halt eben gewesen. Und dann kann man daraus entsprechende Hypothesen ableiten oder auch überprüfen. Ja. Das heißt, was ist das Innovative daran? Normalerweise sind Veränderungen von Sprache und Sprachgebrauch erst über den Abstand vieler Jahre oder Jahrzehnte sichtbar und werden gesellschaftlich bewusst. Und hier können sie zeitnah wie unter einem Mikroskop sichtbar gemacht werden und entdeckt werden. Ja, und das nicht nur als anekdotische Evidenz, sondern eben in der repräsentativen Breite und und empirisch belegt. Der nächste Artikel zum Projekt Scala, das wird vom Autor Felix Bode nach meinem Vortrag selber kurz und kompakt vorgestellt werden. Ebenso der Beitrag vom Wladimir Alexejew über generative KI und Prompt Design. Und deswegen springe ich gleich zum Artikel von Christoph Krech. Das ist der erste Artikel zum Buchteil Methoden. Christoph Krech beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit Explainable AI, also Erklärbarkeit von Machine Learning Modellen. Und sein Artikel lautet Erklärbarkeit als Schlüssel für den verantwortungsvollen Umgang mit KI. Mal kurz weiterflippen und er erläutert also Gründe, die an sich für die Erklärbarkeit von Modellen sprechen, zum Beispiel Vertrauen und Akzeptanz von Stakeholdern und von Nutzern. Und er beschreibt weiter dann die regulatorischen Anforderungen durch die DSGVO und den damals noch sich anbahnenden, mittlerweile schon in die Realität überführten EU AI Act. Und das Interessante ist, er argumentiert, dass der Blick, dass wenn man nach der Finanzwirtschaft blickt, also insbesondere nach Best Practices und Prinzipien und Methoden der Kreditwirtschaft, dann kann man Prinzipien sehen und Methoden, die seit Jahren in dieser Branche erfolgreich unter strengen regulatorischen Prinzipien durchgesetzt wurden und durchgearbeitet werden. Im Hauptteil beschreibt Christoph Krech, dass
wie Eigenschaften von Modellen und Erklärungen, die wichtige Kategorien von Explainable AI bilden. Also das ist hier unter dem Begriff der Taxonomie. Und er beschreibt dann weiter die Methoden wie eben die wie Lime und Shep und zeigt die Stärken und Schwächen halt der jeweiligen Verfahren und wie sie angewandt werden können. Also fachlich sehr sehr tiefgehender Artikel, ja. Den Beitrag Varianzanalyse versus Strukturgleichungsmodell wird HW nachher erklären, deswegen gehe ich nicht weiter drauf ein. Wir haben dann im Artikel von Bernhard Rummel geht es um Bearbeitungszeiten, Zeitverteilung in Usability-Tests. Bernhard Rummel ist Psychologe mit Schwerpunkt in experimenteller und kognitiver Psychologie und in Human Computer Interaction, also HCI. Und er beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit dieser Metrik der Bearbeitungszeit. Und das heißt also dem Zeitraum, den ein Nutzer benötigt, um eine definierte Aufgabe mit einem gegebenen System zu erledigen. Und er diskutiert verschiedene Konzepte und Verfahren, die im Wesentlichen aus der technischen Zuverlässigkeitsanalyse heraus abgeleitet sind, also der Survival Analysis. Sein Anwendungsbeispiel, was er immer wieder zeigt und worauf seine Daten und seine Visualisierung basieren, sind reale Daten aus einer Usability-Studie, die durchgeführt wurde zur Corona-Warn-App. Daran illustriert er dann auch die verschiedenen Methoden, wie zum Beispiel Probability Plot und die verschiedenen Verfahren. Der nächste Artikel, der ist dann von mir. Ich habe geschrieben über den Visualisierungstypen des Senke-Diagramms. Ein Senke-Diagramm visualisiert eine quantitative Flussgröße. Also ist ein Measure, ein einziges Measure, aber visualisiert das über verschiedene Prozessstufen in der Regel. Und mir ist aufgefallen, dass dieser Charttyp eigentlich 120 Jahre alt ist. Der kommt aus Ende des 19. Jahrhunderts und ist aber in den letzten Jahren neu entdeckt worden und wird zunehmend verwendet und der wird auch in neuen Kontexten verwendet. Und das hat mich dazu motiviert, zu untersuchen, was sind die Charakteristika, was sind die Stärken und die Schwächen dieses Charttyps. Und insbesondere widme ich der Anwendung dieses Charttyps bei multidimensionalen Datensätzen und den Schwierigkeiten, die aktuelle Tools haben, wenn es darum geht, rückbezügliche Datenrelationen zu visualisieren. Also rückbezüglich, das ist das, was ihr dann hier rechts unten zum Beispiel seht. Also hier oben ist sozusagen ein Schema und hier unten ist dann das rückbezügliche die rückbezügliche Relation visualisiert als quantifizierte Größe. Und damit haben ein paar Tools einfach massive Probleme und kämpfen damit. Und das ist so ein bisschen eins der Aspekte, auf die ich eingehe. Der dritte Buchteil wird eröffnet vom Dieter Bingemann. Dieser Buchteil Prozesse. Da geht's Dieter Bingemann darum, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen der Vorgehensweise, dem CRISP-DM-Modell, das in Data Science-Projekten verwendet wurde und wird, und seiner eigenen Vorgehensweise
Er kommt aus der chemischen Analytik heraus, Datenanalyse in der experimentellen Wissenschaft. Und ihm geht es in seinem Artikel darum, dass die Gestaltung des Messaufbaus und die Einstellung am Messinstrument und Preprocessing haben einen viel größeren Einfluss in seiner Welt als auf die Modellgüte, als die Wahl des Algorithmus. Und das zeigt er ganz wunderbar, also an und plastisch durch seine eigenen Experimente, also auch reale Datensätze. Und er leitet daraus Ratschläge ab für Data Scientists, die der Data Scientist bedenken sollte, um nicht einfach in so einer Art Tunnelblick nur immer auf die Wahl des optimalen Algorithmus fixiert zu sein, sondern auch den Blick, die Perspektive weiter zu öffnen und zu schauen, ob es da nicht, bevor die Wahl des Algorithmus feststeht, ob es da nicht Möglichkeiten gibt und welche Möglichkeiten es gibt, eben zu besseren Modellen zu kommen. Das ist das vom Dieter. Und dann haben wir in dem Bruchteil Prozesse den einzigen englischsprachigen Beitrag über die technische Architektur für eine Plattform von genetischer Datenanalyse, die auf die Anforderungen und den Bedarf von Labordiagnostik zugeschnitten ist. Hier geht es auch unter anderem also um die technische Architektur. Es geht aber auch, Thomas Krause spricht aber auch über Machine Learning Verfahren. Wo waren sie jetzt? Automatization. Ja, hier. Machine Learning Verfahren, die hier in der genomischen Analyse angewandt werden. Dann haben wir von Ulrich Walter, einen sehr ausführlichen Artikel über Anforderungen an die Daten in der KI-Entwicklung. Ulrich Walter ist Senior IT-Architekt und Experte für Daten und Datenmanagement, hat mehr als 35 Jahre Erfahrung und berichtet sozusagen mit der geballten Erfahrungstiefe über die verschiedenen Aspekte, Eigenschaften von Daten, damit sie die Funktionalität, die Effizienz und Effektivität von KI-Systemen fördern können und nicht behindern oder sogar problematisch werden lassen. Ja. Und er hat insgesamt 7 dieser Aspekte, die 7 Vs, identifiziert und geht halt von Veracity über Velocity bis hin zu Validity. Und ich freue mich, dass Ulrich Walter auch hier als Zuhörer dabei ist und er kann gerne nochmal später dann vielleicht was zu seiner Perspektive auf den Artikel sagen. Der letzte Artikel ist dann reichlich ungewöhnlich. Insofern, weil er eben, weil es handelt sich ja um ein wissenschaftliches Fachbuch, aber dieser Beitrag ist eine fiktive Erzählung von Eduard van Kleef. Eduard van Kleef hat Erfahrungen gesammelt, langjährige Arbeitserfahrung als Data Scientist, Data Engineer in den verschiedensten Projekten und gibt seine Erfahrung hier in dieser fiktiven Story kondensiert weiter. Und insofern ist es leicht konsumierbare Kost, aber mit einem ernsten Hintergrund. Und er belässt es auch nicht nur einfach bei der Erzählung, sondern es gibt auch eben diese Empfehlungsboxen und Erfahrungsboxen,
wo er gewissermaßen immer wieder Achtung ruft an den Leser und einen Problembereich identifiziert hat und gewissermaßen sagt, hier an der Stelle musst du aufpassen, wenn sowas kann in deinem Projekt, kann in deiner Kundenbeziehung, in deinem Team auftauchen, und dann schließen sich für ihn daran Empfehlungen an, wie das sozusagen, wie man dem entgegentreten kann, damit man eben nicht in solche Sackgassen reinläuft, im Treibsand versinkt oder im Sumpf untergeht. Also diese Tipps, wie damit umzugehen, ist ganz wertvoll. Ja, das ist der Schnelldurchgang durch das Buch. Vielen Dank dafür. Und jetzt würde ich dann übergeben an den Felix Bode, der dann über seinen Artikel ein bisschen detaillierter erzählen wird. Danke, Lothar. Ich muss mich erstmal wieder entstummen. Soweit ich das verstanden habe, muss ich gleich nur ein Zeichen geben, wenn die nächste Folie kommen soll. An der Stelle herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute Abend kurz hierzu beitragen kann. Und zwar zu dem Artikel oder Beitrag, den wir in Lothars Buch Angewandte Data Science geschrieben haben. Und zwar, wir heißt Florian Stoffel, steht unten auf der Folie mit drauf. Und meine Wenigkeit. Der Beitrag dreht sich um Predictive Policing, die Grenzen und Möglichkeiten polizeilicher Prognoseinstrumente am Beispiel des Projektes Scala in Nordrhein-Westfalen. Scala ist nichts anderes in Nordrhein-Westfalen als andere Predictive Policing-Instrumente oder Methodiken, Softwarelösungen in anderen Bundesländern oder Staaten. Wir haben es nur beispielhaft daran mal festgemacht, wie das funktioniert, welche Möglichkeiten sich da bieten, aber auch welche Grenzen im Prinzip gesetzt sind, sowohl was die Datenschutzebene angeht, aber auch die methodische Ebene. Jetzt können wir gerne auf die nächste Folie gehen. Hintergrund ist erstmal, oder warum wir diesen Beitrag auch geschrieben haben, ich habe den auch in anderer Fassung auch schon mal woanders veröffentlicht, allerdings nicht so wie jetzt in der angewandten Data Science, dass natürlich häufig so allgemein die Vorstellung bei Predictive Policing immer herrscht, zumindest man denkt viel an Hollywood, an Filme, die man da kennt, mit Tom Cruise und Minority Report, und dahinter steckt aber eigentlich nur simple Mathematik. Und das haben wir im Prinzip da auch aufgebrochen. Und Hintergrund des Ganzen war, dass 2015 in Nordrhein-Westfalen, aber auch bundesweit, die Fallzahlen für den sogenannten Wohnungseinbruch sehr, sehr hoch waren. Und da war natürlich kriminalpolitisch auch der Drang, da etwas zu tun. Und von Seiten der jeweiligen Ministerien wurden dann Aufträge vergeben oder es wurden Softwarelösungen auch direkt eingekauft in manchen Bundesländern, sich quasi mit Predictive Policing der ganzen Sache einmal anzunähern, also Wohnungseinbruch oder Gebiete von Wohnungseinbruch vorherzusagen, ja, und dann möglicherweise präventiv darauf reagieren zu können, es also quasi nicht zum Wohnungseinbruch kommen zu lassen. Und Nordrhein-Westfalen hatte dann eben sich entschieden zu sagen, wir prüfen das erstmal. Ich war damals tätig in der kriminalistisch-kriminologischen Forschungsstelle des Landeskriminalamtes in Nordrhein-Westfalen als Kriminologe. Und da haben wir den Auftrag bekommen, und da steht ja auch unter Punkt 1, die Möglichkeiten und Grenzen der Prognose von Kriminalitätsbrennpunkten zu prüfen. Da steht jetzt noch nichts von Wohnungseinbruch, weil das wollten wir uns auch damals schon offen halten. Und es ist auch inzwischen erweitert worden auf andere Deliktsbereiche. Und natürlich auch im zweiten Teilziel die Effizienz und Effektivität auf Maßnahmen, die darauf aufbauen, zu prüfen. Das ist also nichts anderes als eine Evaluation. Die wurde aber extern vergeben, weil zum damaligen Zeitpunkt 2015, wo das Projekt gestartet ist, keine externe Evaluation weltweit vorhanden war, sondern die Hersteller sich immer nur selbst evaluiert haben und die das Programm natürlich dann immer als besonders gut oder effizient beschrieben haben. Es gab aber nichts, was irgendwie einigermaßen objektiv war. Bei uns in Nordrhein-Westfalen wurde das vergeben an die Gesellschaft für innovative Stadt- und Sozialplanung Bremen, kurz GIS. Die haben das extern evaluiert. Da gibt es einen separaten Evaluationsbericht. Und unser Projekt war es von 2015 bis 2018, 3 Jahre lang, eben zu modellieren, funktioniert das oder funktioniert das
nicht und in welchem Rahmen funktioniert es? Also die Grenzen und Möglichkeiten da mathematisch aufzuzeigen. Jetzt können wir gerne auf den nächsten Slide. Ich habe mal hier eine Grafik eingeblendet, die findet sich auch im Buch, und zwar den sogenannten Predictive Policing Prozess. Und zwar gliedert der sich eigentlich immer wieder gleich auf. Und zwar ist der erste große Schritt, den wir auch damals hatten, also wir hatten jetzt diese Riesenaufgabe vor uns zu prüfen, funktioniert die Prognose von Wohnungseinbruch oder von Gebieten, wo Wohnungseinbruch passieren könnte oder eher passieren könnte. Und dann fängt man erstmal mit Daten an, muss die also sammeln, aufbereiten. Und jeder, der sich hier mit Daten auskennt, und das wissen, glaube ich, die meisten, mir war es damals neu als Kriminologe, hatte ich nicht viel mit Daten bislang zu tun, dass 70% unserer Arbeit erstmal in der Datenaufbereitung steckte. Und natürlich dann schon viele, sowohl bei den Vorgesetzten als auch in den Ministerien, natürlich schon mit den Hufen scharten, wann die ersten Prognosen kommen und wir immer noch an der Aufbereitung saßen, weil wir Daten von ganz Nordrhein-Westfalen seit 2012 rückwirkend uns besorgt haben und dann damit erstmal angefangen haben aufzubereiten und dann erst die ersten, ich sag mal, Modellierungen vorzunehmen. Die sind dann im Schritt 2 und 3, also erst Modellierung, dann Prognoseberechnung. Und auch das konnte ich nicht alleine leisten, logischerweise, sondern dafür mussten wir uns, und der steht ist jetzt heute Abend leider nicht dabei, zum Beispiel den Florian Stoffel einkaufen. Das ist ein promovierter Informatiker aus der Universität Konstanz. Wir mussten uns eine promovierte Physikerin und eine promovierte Geografin einkaufen, um dann die ganzen Schritte tatsächlich professionell auch prüfen zu können. Und die arbeiten bis heute auch im Landeskriminalamt. Zum Beispiel ist jetzt im Schritt 4, wenn man dann alles berechnet hat, sieht man das ja, muss das Ganze auch visualisiert werden, weil natürlich jemand, der auf der Straße, so wie man bei der Polizei sagt, arbeitet, natürlich auch irgendwas braucht, wo er weiß, hier muss ich hinfahren, hier scheint die Wahrscheinlichkeit höher zu sein, dass was passiert. Das haben dann zum Beispiel dann, oder hat in dem Fall die Geografin dann entsprechend visualisiert. Und dann müssen Maßnahmen getroffen werden, das ist der letzte Schritt, wie man hier sieht. Das Ganze muss verwertet werden. Das kann sein, dass man mehr Streife fährt. Das kann sein, dass man den Bürger oder die Bürgerin anders berät, präventiv, möglicherweise sich besser zu schützen. Also vielfältige Maßnahmen, die alle wieder, und das sieht man unten in diesem Balken 6, natürlich wieder Einfluss auf unsere Daten haben, auf die Aufbereitung. Und so waren wir eigentlich permanent die ganzen 3 Jahre dabei, unser Modell zu verfeinern beziehungsweise zu optimieren. Jetzt können wir den nächsten Schritt. Wie sind wir überhaupt dabei vorgegangen? Das steht zwar alles sehr explizit in dem Buchbeitrag drin, aber ich will ja so einen 10-Minuten-Abriss insgesamt hier geben. Mein Part war vor allem das theoriegeleitete Vorgehen. Das bezeichnet Nordrhein-Westfalen jetzt besonders aus. Wir wollten nicht einfach alle Daten, die wir bei der Polizei haben, in einen Topf schmeißen und noch versuchen, irgendwas zu kriegen, was vielleicht dazu passen könnte, sondern wir sind theoriegeleitet mit Erkenntnissen aus der Kriminologie vorgegangen, haben zum Beispiel, wie man hier sieht, die Rational Choice Theorien sind relativ prominent in der Literatur hier, die sagen einfach, Täter begehen Kosten-Nutzen-Abwägung, gerade professionelle Täter. Und dann könnte man, wie man hier unter Hypothese liest, eine Hypothese anstellen, je höher der Wert des erwarteten Diebesgutes in einem Objekt ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass auch in dieser Gegend oder in dem Objekt Wohnungseinbrüche passieren. Und das hat uns dann dazu gebracht, daraus Indikatoren abzuleiten und uns diese Daten auch zu besorgen. Zum Beispiel, wenn ich das messen will oder testen will, diese Hypothese, dann brauche ich Daten zur Kaufkraft, zum Mietspiegel, zur Exklusivität des Hauses und. Jetzt können wir auf die nächste Folie gehen. Sodass wir später einen relativ großen Datenpool hatten, nämlich auf der einen Seite die polizeiinternen Daten zur Kriminalität, insbesondere zum Wohnungseinbruch. Und natürlich dann Daten zu, und das sind jetzt so Töpfe oder sind als Töpfe zu verstehen. Da sind also ganz, ganz viele Variablen drin. Es waren, ich meine, um die 400 Variablen insgesamt, die wir uns extern eingekauft haben, die man also legal auf der Aggregationsebene von Wohnquartieren, das sind ungefähr 400 Haushalte, also das macht den Datenschutz dann relativ unkompliziert, dass man diese Daten sich besorgen darf oder auch kaufen darf. Zum Beispiel zur Einwohnerstruktur wohnen da eher ältere oder jüngere Leute. Zur Gebäudestruktur sind das Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Reihenendhäuser. Zur Verkehrsanbindung ist das in der Nähe, ist das eine Autobahn, ist das eine Bundesstraße, wie viel, wo ist der nächste, die nächste Straßenbahnhaltestelle. Zur Kaufkraft oder auch zur Mobilität, also welche Fahrzeuge sind da zugelassen, sind das eher höherwertige Fahrzeuge oder welcher Typ Fahrzeug zum Beispiel.
Und diese Daten haben wir dann entsprechend auf Korrelationen geprüft und sind dann, bitte mit der nächsten Folie weitermachen, mit anfänglich interaktiven Entscheidungsbaumodellen an die ganze Sache rangegangen und haben so unsere ersten Zusammenhangsanalysen gefahren, die später dann mit Blick auf Automatisierung in Raumzeitcluster-Analysen, das könnte jetzt Florian wäre an meiner Seite besser beschreiben, aber im Buchbeitrag steht das auch nochmal dazu übergegangen. Aber das Wichtige war eigentlich vor allem am Anfang mit den Entscheidungsbäumen zu arbeiten, weil wir festgestellt haben, wir wollen ja prüfen, ob das funktioniert und wir wollen die Leute, insbesondere die Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen, natürlich auch mitnehmen. Und die Vorbehalte gegen so eine Maschine, das war oft das Wort, was kam, die einem vorgibt, wo man hinzufahren hat, die waren natürlich sehr groß. Und so konnte man aber interaktiv und wirklich sehr transparent immer nachvollziehen, welche Variablen haben denn jetzt dazu geführt, dass ein bestimmtes Prognosegebiet für uns wahrscheinlicher ist, dass da in der kommenden Woche, also die Prognosen liefen immer für eine Woche genau, da wahrscheinlich eher Wohnungseinbruch passiert als vielleicht im benachbarten Wohnquartier. Und das konnte man selbst Monate später noch nachvollziehen. Also wenn jemand angerufen hat, hat gefragt, warum war das eigentlich damals in Schlebusch, ich sage einfach mal Schlebusch, jetzt Schlebusch ist ein Teil von Leverkusen, der zu Köln gehört, polizeilich, dann konnte man sagen, das lag daran, weil zum Beispiel in der Nähe der Autobahn in der Zeit viele Einbrüche passiert sind und weil die Wohngegend, was ich was Besonderes, viele Einfamilienhäuser neueren Baujahrs aufgewiesen hat. Und jetzt die letzte und nächste Folie. Und visualisiert sah das dann tatsächlich so als Endprodukt dann so aus. Da sieht man eine Heatmap und auch diese roten Kacheln oder Flächen, das sind solche Wohnquartiere, da sieht man, dass die sich natürlich auch in der Größe unterscheiden, weil 400 Haushalte sind natürlich in der Innenstadt anders von der Größe als etwas außerhalb. Und diese roten Gebiete waren zum Beispiel dann Testdatensatz Prognosegebiete und die Heatmap, das sind quasi dichte Karten von Wohnungseinbruch, wo es eigentlich immer und häufig passiert. Und man kann sehr schön daran sehen, dass eben die Prognosen eben häufig außerhalb dem lagen, wo die dichte Karten gesagt haben, hier ist Wohnungseinbruch. Also die professionellen Einbrüche, die nach gewissen Mustern passieren oder immer wieder nach Mustern quasi geschehen oder durchgeführt werden, die liegen eben häufig nicht in den Gebieten, wo es immer knallt, also wo die Polizei eh schon weiß, da haben wir häufig Wohnungseinbruch, das ist ein sozialer Brennpunkt oder wie auch immer. Und ja, das quasi war so das Endergebnis. Wir konnten, um das Ganze abzuschließen, glaube ich, bin knapp über meine 10 Minuten und wer es will, kann es ja auch noch nachlesen. Wir können das tatsächlich modellieren. Wir können höhere Wahrscheinlichkeiten für Wohnungseinbrüche, Einbrüche in Gewerbeobjekte oder aber auch Taschendiebstähle, Fahrraddiebstähle, solche Delikte, Kraftfahrzeugdiebstähle, das geht mathematisch. 3- bis 4-fach höhere Wahrscheinlichkeiten von Quartieren im Gegensatz zu anderen Quartieren kann man berechnen. Die Evaluation, separater Bericht, ist aber mehr als schwierig, weil man immer natürlich, und das kennen Sie das Problem bei der Prävention, natürlich jetzt versucht, aktiv gegen etwas zu arbeiten, was dann nicht eintreten soll. Also das Problem der Messung, wie wirksam ist denn tatsächlich dann die polizeiliche Maßnahme, das konnten wir bis zum Schluss nicht exakt bestimmen. Die Fallzahlen sind zurückgegangen beim Wohnungseinbruch, sie sind massiv zurückgegangen, aber wie viel kausal dafür die Einführung von Predictive Policing verantwortlich ist oder war, ist bis heute offen. Das kann man so pauschal leider nicht beantworten. Ich bedanke mich für die 11 Minuten, glaube ich, waren es jetzt Aufmerksamkeit. Wer Lust hat, kann gerne den Beitrag lesen. Dankeschön. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Kann man mich hören? Ja. Hallo. Und zwar vielen Dank für die Einladung. In meinem Essay habe ich mich mit einem relativ neuen Phänomen befasst, und zwar mit dem Phänomen des Promptens sozusagen. Und zwar seit einigen Jahren mit den neuen Modellen, mit textuellen Modellen, aber auch mit visuellen Modellen, kam diese neue Art der Steuerung der Modelle zustande, und zwar über die Sprache.
Und jetzt möchte ich bitte nächsten Slide. Genau, und zwar es besteht in den Medien und so insgesamt so eine Art stereotypisches Missverständnis des Promptens. Und zwar, bitte schön einmal, und jetzt noch einmal bitte. Okay, und da jetzt noch einmal. Das ist die falsche Einigung. Ja, genau. Dankeschön. Und zwar, da oben seht ihr diesen Stereotyp, dass Prompten nichts anderes ist, als man einfach einen Text in einen KI-gestörtes Modell, KI-basiertes Modell eingibt, sei es ein Textmodell wie GPT, sei es visuelles Modell wie DALL-E oder Stable Diffusion oder Midjourney, sei es Musikmodell oder Videomodell, und dann hat man das schon sozusagen. Mit meinem Essay wollte ich hervor deuten, dass eigentlich Prompten weitaus mehr ist als einfach nur Texteingabe. Es bedarf eines strategischen Ansatzes, um mit Hilfe von Prompts neuen Contents, neue Inhalte mit KI-basierten Modellen zu erstellen. Und hier habe ich mehrere Punkte aufgelistet, die eigentlich dazu sehr wichtig sind. In meinem Essay habe ich auch historisch belegt und aufgeschrieben, wie die Idee des Promptens und die Funktionalität zustande gekommen ist. Hier möchte ich mich darauf nicht beziehen, weil das steht alles im Artikel, aber ich möchte auf jeden Fall zeigen, dass es sehr wichtig ist, als erstes zunächst mal schon das Endergebnis parat zu haben. Wenn man ein Bild zum Beispiel mit Hilfe von einem sogenannten Diffusion-Modell erstellen möchte. Diffusion-Modelle werden mit Prompts gesteuert. Bedarf es einer Vorstellung und Konzeptuierung des Endergebnisses. Man sollte aber dazu auch das jeweilige KI-Modell kennen, weil die Modelle unterscheiden sich voneinander natürlich ziemlich stark. Ich meine, abgesehen von verschiedenen medialen Modellen, also ein Textmodell unterscheidet sich natürlich von einem visuellen Modell, aber auch die Trainingsdaten sind wichtig. Sehr oft, zum Beispiel OpenAI sagt es, also Preises, gibt es nicht Preis, an welchen Trainingsdaten die Modelle trainiert waren. Bei Open-Source-Modellen ist es deutlich, ist es bekannt, und umso dramatischer, wenn man erfährt, dass die Trainingdaten teilweise auch ziemlich problematisch sind. Aber das ist jetzt nicht das Thema unseres Gesprächs. Auf jeden Fall, die Kenntnisse, die diese Modelle durch, also während des Trainings bekommen, von den Trainingdaten, die sind ausschlaggebend für die Ergebnisse. Wenn es bestimmte Informationen in diesen Trainingsdaten gibt und man sie mit einem Prompt visualisieren möchte, zum Beispiel bei einem visuellen Modell, dann geht es viel einfacher als die Daten, die da gar nicht drin waren. Und da entstehen sogenannte Halluzinationen, sei es bei ChatGPT, sei es bei DALL-E oder Midjourney. Wobei bei textuellen Modellen ist es besonders problematisch, würde ich sagen, weil das System anfängt durch also diese Lehren, diese semantischen Lehren, das Unwissen zu synthetisieren, und dadurch entstehen natürlich ganz neue Inhalte, die vielleicht faktisch überhaupt nicht belegbar sind, was für kreative Anwendung natürlich sehr sehr schön und sehr fruchtbar ist, aber natürlich für wissenschaftliche Anwendung oder für andere Businessmodelle zum Beispiel, es könnte auch ganz kontraproduktiv sein. Also man muss wissen, worauf das Modell trainiert ist, und wenn diese Daten fehlen, sollte man das Modell noch nachtrainieren, abgesehen vom Prompten sozusagen. Da muss man auch wissen, wie das Modell auf die Prompts reagiert.
weil natürlich je nachdem die Modelle verstehen die Prompts auch auf eine andere Art und Weise, weil die diese Texte, die wir als Menschen eingeben, ganz anders auswerten und ganz anders interpretieren. Und das ist ein iteratives Lernen sozusagen. Das heißt, man jedes Mal, wenn man mit diesem Modell arbeitet, versteht man noch besser, wie man mit diesem Modell kommunizieren soll sozusagen. Weil zum Beispiel auch, wenn man ein Modell, sei es GPT-3 oder GPT-3,5 oder 4, sei es auch in User Interface wie ChatGPT, wenn man das Modell neu trainiert, wenn OpenAI das Modell neu trainiert, könnte sein, dass die ganze Strategien neu gedacht werden müssen, die ganze Prompt-Strategien. Deswegen Arbeit an Prompt-Strategien ist ausschlaggebend für das Prompten. Auch Kombination verschiedener Methoden sind wichtig. Und am Ende, ich überspringe ein paar Schritte, weil das steht alles auch im Buch, auch ein Stereotyp besonders bezüglich der kreativen Anwendung von KI-Modellen wäre KI-generative, also KI-Modelle generieren per Knopfdruck. Man schreibt einen Text, dann hat man schon das Ergebnis. Das ist eigentlich rein technisch gesehen schon nah an die Wahrheit, aber rein prozessbezogen. Es ist nur der letzte Schritt, nachdem man die ganze Strategien des Promptens erstellt hat. Aber es ist auch nicht der letzte Schritt, bevor man dieses Werk der Öffentlichkeit zeigt, weil es muss auch nachbearbeitet werden, es muss in bestimmte Kontexte gesetzt werden, es muss editiert werden. Kurz gesagt, Prompt-Design ist ein wichtiger Bestandteil eines generativen Prozesses der menschlich-maschinellen Mitarbeit. Und es ist ein wichtiger Punkt, aber nicht der einzige. Jetzt möchte ich an einem Beispiel zeigen, wie ich mit generativen Modellen gearbeitet habe und versucht habe, DALL-E ein bestimmtes Bild zu entlocken. Meine Idee war, ein Foto von einer fahrradfahrenden Katze zu darzustellen. Und dann bitte einmal draufklicken. Als ich das geschrieben habe, sieht man, DALL-E 2 damals hat noch nicht in seinem Datenset, also es gab keine Bilder oder keine Fotos von fahrradfahrenden Katzen. Hier sieht man, wie das System versucht, diese zwei Konzepte, Fahrrad und Katze, zusammen zu verbinden, aber es klappt nicht sozusagen visuell. Das System weiß nicht, wie das geht. Dann bin ich weiter vorgegangen, in welchen Situationen könnte eine Katze Fahrrad fahren. Bitte einmal weiterklicken. Im Verfällen der Kinderbuchillustrationen. Zum Beispiel bei Michael Sova, bei dem berühmten Kinderbuchillustrator, gehen die Tiere sozusagen anthropomorphisch dargestellt und die gehen den menschlichen Tätigkeiten nach, zum Beispiel fahren Fahrrad und so weiter. Hier hat es schon geklappt, eine Katze fährt Fahrrad in Kleidung und typisch Michael Sova. Meine Idee war aber jetzt nicht, Michael Sova nachzuahmen oder zu reproduzieren, sondern ich wollte ein Foto von einer fahrradfahrenden Katze. Deswegen nächstes Bild bitte. Mein endgültiger Prompt war eine fahrradfahrende Katze im Stil von Michael Sova, aber als Foto. Und in diesem Fall natürlich seht ihr schon teilweise fotorealistische Aufnahmen oder Bilder von Katzen, die Fahrrad fahren. Und wenn man das vergleicht mit dem ersten Prompt, sieht man, wie weit diese Reise gegangen ist. Sodass im Prinzip eine Strategie des Promptens sehr wichtig ist, wenn man wirklich ein bestimmtes Bild im Kopf haben möchte. Bei meinem Essay habe ich mich meistens auf die generative KI-Modelle der Bilderzeugung orientiert. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen verschiedenen Prompts und das möchte ich auch anzeigen in der nächsten Folie bitte. Zum Beispiel noch einmal bitte. Bei DALL-E 2, hier sieht man in meinem Prompt, zunächst mal gibt es inhaltliche Beschreibung, ein Porträt von einem Hund in der Bibliothek.
Dann gibt es auch einen Nachtrag, und zwar die Daten von einem Objektiv, Kameradaten, weil wir herausgefunden haben, dass die Bilder bei DALL-E, also Trainingsdatensets, es wurde trainiert auch nach Metadaten. Und deswegen bekommt man bei diesen Einstellungen besonders fotorealistische Bilder. Wenn wir zum Beispiel Stable Diffusion verwenden, bitte einmal, hier sieht man ganz andere Situationen. Bei Stable Diffusion sieht man, wie der Prompt ganz anders aufgebaut ist. Es werden bestimmte Elemente aufgereiht. Es werden bestimmte, zum Beispiel Scenery, Outdoor, Sky, City, City Lights. Dann werden bestimmte qualitative oder ästhetische Elemente dazu geschrieben, wie zum Beispiel High Definition, also 8K Based Quality. Dazu werden auch spezielle nachtrainierte Elemente von Stable Diffusion, wie hier sieht man LoRa, mitgegeben. Man kann auch das nachtrainieren. Und was auch spannend ist bei Stable Diffusion, Negative Prompts. Alles, was hier drin ist, wird nicht dargestellt. Das heißt, das System weiß, es werden keine Wasserzeichen dargestellt, es werden keine Logos dargestellt, oder keine Buchstaben. Es werden auch keine Not Safe for Work Bilder dargestellt, weil bei Stable Diffusion gibt es keine Grenzen in dem Sinne sozusagen und Inhalte sind teilweise ziemlich problematisch. Hier kann man über dieses negative Prompt die Problematik rausnehmen sozusagen. Also hier ist ganz anderer Zugang, ganz andere. Und natürlich, last but not least, wollte ich euch nicht vorenthalten, das, was demnächst kommt. Ich habe Zugang zu DALL-E 3. Das läuft auf ChatGPT-Basis. Und hier ist ein Beispiel, wie man mit DALL-E 3 arbeitet. Und zwar ganz anders als bis jetzt mit DALL-E 2. Es ist ein dialogisches Verfahren. Ich habe ChatGPT gebeten, zeichne mir Merzmensch. Als ich das gebeten habe, sieht man unten, es entsteht, zuerst wird ein Prompt geschrieben von ChatGPT. Und zwar, es wird mein Prompt, sozusagen, das ich angegeben habe, meine Bitte oder meine Instruktion. Es ist kein Prompt, was ich geschrieben habe, sondern das ist der erste Schritt. Das wird dann ausgewertet. Und das System hat in diesem Fall interessanterweise, weil es schon an Daten trainiert ist, die aktuell sind, ganz klar und deutlich in meinen Augen Zeichen dargestellt, zum Beispiel Collage aus Zeitungen, aus Essays, gleichzeitig Vermischung von Medien, Technologie und Menschlichkeit und so weiter und so fort. Und da entsteht das Bild, bitte weiterklicken. Dankeschön. Da sieht man, es ist natürlich kein fotorealistisches Bild in diesem Sinne, es ist ein symbolisches Bild, aber DALL-E 3 hat ganz anderen Prompt-Einsatz als bis jetzt. Über DALL-E 3 habe ich natürlich in meinem Essay nicht geschrieben, weil ich zu DALL-E 3 den Zugang erst seit gestern habe. Aber so sieht man, wie das sich weiterentwickelt. Wenn man die Strategien des Promptes erlernt hat, dann kann man das beherrschen, egal mit welchem System. Jetzt bitte letzte Folie. Weil eigentlich Prompt-Designer ist der Zukunftsberuf, der bereits jetzt schon implementiert wird. Und es wird immer mehr in verschiedenen Bereichen des medialen Lebens, aber auch nicht nur eingewendet. Und es erfordert viel mehr Skills, einfach nur auf die Knöpfe zu drücken. Man muss umfassende Allgemeinkenntnisse haben, das Verhalten von KI. Man muss auch ein bisschen denken wie KI, wie diese Modelle, mit denen man arbeitet. Und in einem dialogischen Zusammenarbeit mit der Maschine neue Werke schaffen. Deswegen Prompt Designer ist der Beruf der Zukunft. Und darüber habe ich in meinem Artikel geschrieben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, okay. Harvey, du bist dran. Okay, Varianzanalyse versus Strukturgleichungsmodell. Vergleich aus der Praxis, so ist der Titel unseres Beitrags von dem Professor Dr. Thomas Wirth, Duale Hochschule Baden-Württemberg, und mir, Hans-Werner Klein. Nächste Folie, bitte.
Eigentlich denjenigen, die sich mit Data Science beschäftigen, wohl bekannt, die ANOVA, Analysis of Variance. Und ja, im Vergleich zu den ganz modernen Dingen bin ich eher auf der Richtung, die der Lothar vorhin angedeutet hat, nämlich die Varianzanalyse, die ist von Ronald Almer Fischer im Jahr 1925 vorgestellt worden, also schon ein bisschen länger her. Eine Methode, um in streng kontrollierten Experimenten die statistische Signifikanz von Zusammenhängen zu prüfen. ANOVA könnte man bezeichnen als eine Art von Statistikmaschine, wo ganz klar, wenn man ein entsprechendes Setting hat, die Ergebnisse rauskommen, die einem wirklich weiterhelfen können. SEM, also Structural Equation Modeling, klingt ganz modern und scheint gerade erst letztes Jahr auf den Markt gekommen zu sein, vielleicht vorletztes Jahr. Es war Sewell Wright 1923, der die ersten Ideen dazu entwickelt hat. Und auch unter dem Begriff von Pfadanalyse, Kausalanalyse, das in einem ganz anderen Bereich, nämlich im Bereich von Vererbungslehre, angewandt hat. Interessante Geschichte dazu, kann ich jetzt nicht weiter ausholen. SEM ist eine Methode, um in Strukturmodellen zu denken und in Strukturmodellen Zusammenhänge zwischen erklärenden und erklärten Variablen empirisch zu analysieren. Also während ANOVA tatsächlich eine Maschine ist, um exakte Entscheidungen zu treffen, ist SEM eine Möglichkeit, um zu eruieren, um sich Modelle anzugucken. Nächste Folie bitte. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Datensatz genommen aus dem studentischen Umfeld. Das war ein Projekt an der DHBW Moosbach in Online-Medien. Und da ging es um das Hypothesentesten von im Prinzip drei Konstrukten, die ich mal ein bisschen anders beschrieben habe. Ihr kennt vielleicht das Thema des Negativity Bias, nämlich, dass andere Menschen, andere Personen durch das Urteil über ein Objekt, über ein negatives Urteil über ein Objekt, ebenfalls stark negativ beeinflusst werden. Der Negativity Bias führt auch dazu, dass negative Nachrichten in zum Beispiel den Medien eher Verbreitung finden. Unser Gehirn scheint was davon zu haben, hat ganz einfach was davon, nämlich relativ simpel. Es ist wichtiger gewesen, wenn man so in die Vergangenheit unserer Spezies geht, dass man über negative Dinge wie zum Beispiel giftige Pilze oder ein komisches Tier, was einen fressen will, berichtet und diese Nachricht sich schnell verbreitet, als über schöne Dinge, dass der Himmel wieder schön blau ist, falls man sie überhaupt wahrgenommen hat. Die Farbe blau ist noch nicht so lange bekannt und wahrgenommen. Das zweite baut drauf auf, nämlich Primacy and Recency Effekt. Der Primacy Effekt ist der Effekt, dass eine negative Bewertung dann stärker wahrgenommen wird, wenn sie am Anfang dargestellt wird. Ne? Und der Recency-Effekt ist, wenn man irgendwie serielle Positionseffekte hat, wenn eine Meinung, eine negative Meinung zum Schluss kommt, wird die auch entsprechend stärker wahrgenommen. Aber nicht so stark wie bei dem Primacy-Effekt, also bei dem, was am Anfang ist. Ein weiterer Effekt, der noch da eine große Beteiligung hat, ist der Involvement-Effekt. Also bei Produkten, die eine hohe emotionale Beteiligung haben, also ein Involvement, wir haben es dann später mal ausgeführt, und zwar bei den Dingen, die wir in der ANOVA dann, aber auch weil die Daten vorhanden waren, in der SEM verwendet haben, war das Involvement eine Hotelbuchung versus Reiseführer. Hotelbuchung, da kann man eine Menge verkehrt machen und wenn dann 14 Tage verdorben sind, ist das anderes, als wenn man einen Reiseführer erwischt. Man sagt, naja, so ganz stimmt's nicht und er hat uns nicht zu den Secret Places gebracht, sondern einfach nur in den Rummel, wo andere Touristen auch sind. War dann vielleicht nicht so wichtig. Involvement bedeutet aber auch, dass die Beeinflussung der eigenen Wertung durch bestehende negative Bewertungen stärker ausfällt, wenn das Involvement entsprechend hoch ist. Das ist alles, steckt alles in den Daten drin. Die nächste Folie bitte. ANOVA, da fangen wir mit an. Die Ergebnisse schon. Wenn man einen Moment diese beiden Bilder auf sich wirken lässt, man hat die beiden Effekte Position, also an erster Stelle und so weiter, und Involvement, also wie wichtig wird von jemandem wahrgenommen, was da überhaupt angepriesen wird als Produkt. Und wir können relativ schnell feststellen, dass ein Negativurteil an der ersten Position auf der linken Seite
dazu führt, dass das eigene Urteil auch negativ beeinflusst wird. Das ist im Anfang, man sieht es, dass die Position 2 und die Position 3 nicht so einen großen Einfluss haben wie die Position 1. Das ist der Primacy-Effekt. Auf der rechten Seite sehen wir, wie das Ganze zustande kommt, wenn wir das Involvement reinnehmen. Also wenn wir in Anführungszeichen nur das Buch haben, dann sieht man, dass es nicht so einen großen Effekt hat, dass da ein negatives Urteil zu sehen ist. Wenn es allerdings um die Buchung eines Hotels geht, wird das Ganze wahrgenommen und man sieht sehr deutlich, dass der Abfall, der akzentuierte Abfall, Anfang bei der Beurteilung auf die Hotelbedingungen zurückgeht. Das hat die ANOVA mit entsprechenden Kriterien und entsprechenden Ergebnissen gezeigt. Also, man kann daraus einen Use Case machen. ANOVA wird oft genommen für ein AB-Testing. Wenn man Hotels anpreisen möchte, dann sollte man möglichst eine Reihenfolge in den Urteilen anbieten, die über eine zufällige Reihenfolge hinausgeht. Vielleicht auch ganz nicht eine Reihenfolge, die nach dem Datum geht, sondern vielleicht, wenn man es ganz arg konstruieren möchte, sollte man die guten Urteile ganz am Anfang zeigen und die negativen dann vielleicht ganz zum Schluss oder dazwischen mischen. Das gibt sicherlich eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Okay, das ist die ANOVA. Wie gesagt, eine Entscheidungsmaschine. Genau, Dankeschön. Jetzt kommen wir zu einem Pfadmodell. Da gibt es eine Menge zu gucken. Und zwar haben wir auf der rechten Seite bei Primacy Recency Effekt den Positionseffekt. Wir haben darunter eine Variable, die ich bisher nicht erwähnt habe, nämlich eine Wertung genau zu lesen. Und auf der linken Seite haben wir das Involvement, Geschlecht und Lebenserfahrung. Lebenserfahrung als Alter in Jahren. Wir haben also ein kompletteres Modell als das ANOVA-Modell, weil wir nämlich, und da kommen wir zum wesentlichen Punkt auch von der ANOVA, bei der ANOVA haben wir ein Modell, was möglichst von Störvariablen freigehalten wird, beziehungsweise dass Variablen, die das Ganze stören könnten, also Effekte von diesen Variablen, wie zum Beispiel Geschlecht oder auch Alter in Jahren, mit reinbringen, dass das entsprechend kontrolliert wird. Dass wir wirklich sauber die Effekte haben. Labormäßige Situation. Wir bringen bei einer SEM, also bei einer Pfadanalyse, genau diese Effekte aber rein. Der Grund ist, dass wir damit explorieren können. Wie macht diese Strukturanalyse das? Wenn wir uns nochmal das Ganze angucken, wir haben, auf der rechten Seite kann man das sehr gut sehen, im Prinzip sowas wie eine Faktorenanalyse, Primacy oder Recency-Effekt, wird gespeist von den gemessenen Variablen. Das sind diejenigen, die in Kästchen sind. Negative Wertung am Anfang, negative Wertung Mitte, negative Wertung am Ende. Was man sehen kann, ist, dass die Ladungen tatsächlich stark hoch sind bei der negativen Wertung am Anfang, um diesen Primacy-Recency-Effekt zu erzeugen. Höher auch als der mittlere Bereich ist der negative, aber deutlich niedriger als der Primacy-Effekt, also die Bewertung am Anfang. Das Ziel einer Pfadanalyse ist, dass man möglichst deutlich erklären kann mit den im Modell vorhandenen Variablen, wie viel der Varianz in einer latenten Variablen, das sind die in den Kreisen, also einer nicht gemessenen, sondern gebildeten Variable, einem Faktor erklärt werden kann. Bei diesem Modell, was wir gewählt haben, das ist ein sogenanntes LVPLS oder ein PLS-Modell, ist es sogar so, dass man nicht oder anders als bei einer ANOVA einfach nur die Information bekommt, welche Variablen entsprechenden Einfluss haben und was man da nehmen kann, sondern das Modell versucht, jeden einzelnen der 141 Versuchspersonen in seinen Ausprägungen, in Variablen wieder entsprechend vorherzusagen. Also das ist ein tatsächlich Versuch eines Predictive-Modells, das davon lebt, dass möglichst viele der beeinflussenden Variablen mit aufgenommen werden.
Ich hatte darauf hingewiesen, da gibt es noch eine Variable, nämlich die Wertung genau gelesen. Die war auch mit aufgeführt. Im Buch kann man es besser sehen, bei den Dingen, die gemessen wurden. Wertung genau gelesen bedeutet, man guckt sich nicht nur die Sterne an, sondern öffnet tatsächlich die Bewertung, guckt sich das an. Es ist intuitiv deutlich zu sagen, wenn sich jemand das anguckt, wenn doch jemand die genaue Wertung aufmacht und sich den Text durchliest, der wird sich vielleicht anders entscheiden als jemand, der einfach nur oberflächlich die Sterne oder die Punkte sieht. Ist aber nicht so. Also die Wertung genau zu lesen hat, man sieht das an dem Pfad mit minus 0,04, im Prinzip überhaupt keinen Effekt auf den Primacy and Recency Effekt. Nochmal ins Gesamtmodell gehend, wenn man auf der linken Seite hat das Involvement, dann ist das auch die Größe, was den stärksten Effekt wiederum auf die Bewertung hat. Und das entspricht auch dem, was wir in der ANOVA gesehen haben. Bei ANOVA haben wir ganz klare Maße, was nun die Kriterien sind, ob das jetzt ein bedeutsamer Pfad, ein signifikanter Pfad ist, beziehungsweise ein signifikantes Ergebnis ist. Das gibt es bei der Pfadanalyse nicht. Es gibt viele Hilfsgrößen. Die sind auch in meinem Buch erklärt. Bootstrapping zum Beispiel. Haben wir eine neue Variable, der Thomas Wirth und ich, eingeführt, und zwar eine Zufallsvariable, also wirklich Zufallszahlen, die wir als Prädiktor auf den Primacy Recency Effekt haben laufen lassen, um dann zu sehen, aha, ist das jetzt ein bedeutsamer Pfad, was wir da sehen können. Und wir haben das Modell damit vervollständigt. Nächste Folie, bitte. ANOVA und SEM, stehen die versus, also stehen die gegeneinander? Nein, stehen sie nicht. Die intellektuelle Herausforderung bei der ANOVA ist die Versuchsplanung. Ich hatte es schon angedeutet, es kommt darauf an, tatsächlich ein störvariablenfreies Modell zu schaffen, um reine Effekte zu haben und entsprechende gesicherte Entscheidungen zu treffen. Bei der SEM ist die intellektuelle Herausforderung, eine fundierte Analyse machen zu können, und zwar Analyse mit Expertise für exploratives Arbeiten. Das bedeutet, dass man sich in dem Thema auskennt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite genau weiß, was die Strukturanalyse genau macht. Das hat den großen Vorteil, dass man eine längere Zeit sich mit den Daten auch beschäftigen muss, damit aber auch experimentell Weltdaten oder auch Big Data, nicht normal verteilte Daten und kleinere Datensätze, beziehungsweise finite Datensätze, wie zum Beispiel Analysen über die Staaten in der UNO, es gibt nur eine bestimmte Anzahl, fahren zu können. Also es sind zwei, die nächste Folie bitte. Es sind zwei verschiedene Möglichkeiten zu analysieren. Alle haben ihre Spezifität. Bei der ANOVA ist es so, dass man wie durch ein Mikroskop guckt und feststellt, wie hier zum Beispiel, wie Farben sich unterschiedlich auswirken auf die Wahrnehmung oder welche Effekte das Sonnenlicht hat. Bei der SEM ist es eher so, dass man auch eine farbige Analyse machen kann sozusagen und aber sehr viele mehr Informationen hat, wie zum Beispiel Sonnenscheindauer, Auswirkungen auf die Farben, Ausbleichen der Farben oder Verteilung dann auf einem Bild, um entsprechende psychische Effekte wahrnehmen zu können. Das war im Schnelldurchlauf ANOVA und SEM. Vielen Dank. Vielen Dank, Harry. Sehr schön. Bin mir nicht sicher, ob es dazu Fragen gibt. Also ganz kurz in die Runde. Gibt es jemanden, der zu diesem Buch jetzt was speziell fragen möchte? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach direkt zum nächsten Buch weiter und holen damit die 10 Minuten, die wir länger gebraucht haben, auf. Ja, okay, dann würde ich an Andreas übergeben. Könnt ihr mich hören?
Ja, Andreas. Ja. Jetzt muss ich nur noch mal schauen, weil hier irgendwie gerade natürlich mein Laptop etwas spinnt. Ich sehe nämlich jetzt gerade den Screen nicht. Das ist schlecht. Ja, und mich selbst sehe ich auch nicht und den Zuhörer auch nicht. Sollen wir jemand vorziehen? Soll, ich glaube, Göran war der Nächste, der sonst übernommen hätte. Vielleicht macht das Sinn. Also wenn ihr die Slide sehen könnt, also die erste Slide ist jetzt das Buch zu sehen. Ja. Genau. Ja, dann darf ich da nochmal einführen. Herzlichen Dank auch, Lothar, natürlich für die Einladung und dass du alles organisiert hast. Wir sind jetzt beim zweiten Buch und auch nochmal von meiner Seite schönen Abend und danke für alle, die noch ausgehalten haben bis hierher. Wir haben bei dem Buch Künstliche Intelligenz und Data Science in Theorie und Praxis zusammengearbeitet, zu dritt als gemeinsame Herausgeber. Neben mir ist es eben der Professor Göran Kauermann, der dann auch gleich den nächsten Teil einführen wird, und von der LMU München und der Wolfgang Hauner. Und wir sind alle drei in der German Data Science Society im Vorstand und Göran ist hier unser Vorstandsvorsitzender. Ja, wenn wir dann mal auf die nächste Seite gehen, bitte, Stefan. Was war hier die Idee oder jetzt erstmal die Agenda? Wir würden also kurz einen Überblick geben, das mache ich. Dann würde der Göran Kauermann das Kapitel 1 vorstellen und wir haben dann eben noch zwei Autoren gewinnen können, die Monika Epple von der Swiss Re und den André Lucco von BMW, die dann kurz ihre Projekte beziehungsweise ja auch, was ist eine Rückversicherung im Falle der Swiss Re und was für eine Rolle spielt KI bei der Swiss Re und bei BMW eben dann auch nochmal vertiefend wirklich die Projekte, die bei BMW ganz vielfältig im Zusammenhang mit KI schon seit vielen, vielen Jahren bestehen. Kann ich auch ein klein wenig aus eigener Erfahrung sagen, weil ich selbst früher bei BMW gearbeitet habe und da auch eine gewisse Rolle in dem Umfeld digitale Services und KI hatte. Ja, auf der nächsten Seite sieht man, und das ist jetzt natürlich nicht gedacht, dass man das im Detail durchliest, aber man sieht eben, dass neben uns drei Herausgebern und wir drei Herausgeber haben auch alle selbst Artikel beigesteuert, sind also gleichzeitig auch Autoren. Aber es gibt eben eine Fülle von Autoren, insgesamt neben uns dreien eben 43 weitere Autoren, die hier beigetragen haben. Das sind vielfach auch Kollegen hier von meiner Firma, von Alexander Tamm, weil es eben auch Artikel sind aus Projekten gemeinsam mit Kunden. Und einige Artikel sind eben in Co-Autorenschaft entstanden. Teilweise waren aber auch bis zu vier Autorinnen und Autoren zusammen und haben einen Artikel verfasst. Die Artikel sind meistens so um die 10 bis 15 Seiten groß. Ja, auf der nächsten Seite, was ist der Inhalt sozusagen auf einen Blick? Also die Idee ist wirklich, eine Verbindung zu schaffen zwischen Theorie und Praxis im Bereich Data Science, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Das Buch konzentriert sich auf den praktischen Einsatz, insbesondere bei Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Das war eigentlich die Grundidee des ganzen Buches, dass wir gesagt haben, es gibt auf der einen Seite natürlich viele Bücher, die sich mit der Theorie von KI beschäftigen, aber es gibt noch nicht so viele Bücher, außer natürlich jetzt auch dem Werk von Lothar, die sich wirklich mit dem praktischen Einsatz beschäftigen und insbesondere im deutschsprachigen Raum, weil bei uns eben doch auch andere Voraussetzungen gegeben sind als beispielsweise in den USA oder im asiatischen Bereich. Es ist insgesamt populärwissenschaftlich verfasst und es richtet sich an Studierende, Absolventen, bei Absolventen speziell natürlich auch, weil die sich damit auch eben orientieren können. Ja, wenn ich Data Science studiert habe und der Göran leitet ja auch den Elite-Studiengang Data Science in der LMU München, dann ist für die Absolventen natürlich auch interessant, was kann ich denn nach dem Abschluss auch machen, wo kann ich denn hingehen und was heißt denn konkret auch der Einsatz von KI und ML bei den verschiedenen Unternehmen, aber auch bei den Unis und vielleicht auch in der Beratung. Es richtet sich aber auch an Praktiker, Entscheider und Forscher. Und wir wollen da eben einen Beitrag leisten für den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, weil natürlich gerade
KI und ML. Und ich glaube, das hat man auch schon sehr an den vorherigen Beiträgen gehört, ja, natürlich ein hochwissenschaftliches Thema ist, sodass wir auch bei uns in der Beratung praktisch 100% Akademiker haben, weil man doch ja sehr tief in die Materie einsteigen muss. Auf der anderen Seite ist natürlich am Ende des Tages in der Wirtschaft interessant, was wird daraus gemacht und was spielt es dann am Ende auch für eine wirtschaftliche Rolle, das Ganze. Wir haben das Buch in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil, den gleich dann der Göran Kauermann vorstellt, geht es um die Methoden und Algorithmen. Im zweiten Teil geht es um die übergreifende konzeptionelle Umsetzung in der Praxis. Das heißt, da haben wir mehr gesagt aus den vielen hunderten Projekten, die wir gemacht haben, was sind denn so die Gemeinsamkeiten, wo wir immer wieder sehen, was, sagen wir mal, in der Praxis dann wichtig und relevant ist. Ja, wir haben ja vorher zum Beispiel gehört, wenn man das erste Mal so ein KI-Projekt macht, dann möchte man sich vielleicht gleich auf die Algorithmen stürzen und dann ist man erstmal mit großer Zeit gebunden an dem Thema Daten. Wo kommen die Daten überhaupt her? Wie granular müssen die sein? Datenqualität, Data Governance und viele andere Dinge. Und in diesem zweiten Kapitel geht es eben genau darum, dass man diese übergreifenden Fragestellungen und Herausforderungen erstmal beleuchtet. Und dann schließlich das dritte und größte Kapitel ist eben die vielfältigen praktischen Anwendungen von Data Science und KI in den verschiedenen Branchen zu zeigen. Wir haben also ungefähr 3 Firmenbeiträge pro Branche über 7 Branchen, also roundabout 20 Firmenbeiträge, die eben sehr schön die unterschiedlichen Einsätze von KI und ML und Data Science zeigen. Genau, und wenn wir dann zu der letzten Folie gehen, ist das eben noch mal ein bisschen beschrieben. Aber ich glaube, ich habe es jetzt schon großteils auch gesagt, sodass ich das jetzt nicht noch mal alles vorlesen will. Die Materialien werden ja mit ausgeteilt, dann kann das jeder noch mal anschauen. Buch ist bei Amazon natürlich erhältlich und auch bei Springerlink als E-Book und auch in Papierform. Und genau, mit dieser kurzen Übersicht würde ich dann gerne direkt an den Professor Dr. Göran Kauermann übergeben, der den ersten Teil des Buches gerne vorstellen wird. Göran, bitte. Ja, danke, lieber Andi. Auch ein herzliches Hallo in die Runde hier und ein Dank auch an Lothar Blum, dass er das organisiert hat, dass wir uns hier präsentieren können. Ich bin Professor an der LMU und leite dort einen Studiengang Data Science, der vor 8 Jahren gestartet ist. Das ist ein sogenannter Elite-Studiengang. Sprich, er wird vom Bayerischen Staat speziell gefördert. Und insofern bin ich schon seit langem in diesem Schnittfeld Data Science zu Hause, bin aber von der vom Hause aus Statistiker und halte da die Statistikfahne auch eigentlich immer ganz gerne hoch in dem Kontext Data Science. Vielleicht die nächste Folie, bitte. Wenn man zu Data Science kommt, und das ist so ein bisschen das, wie das Buch auch anfängt, erstmal zu die Begrifflichkeiten versucht zu klären, dann ist das ganz interessant, weil es eigentlich eine Symbiose von 2 wissenschaftlichen Disziplinen ist. Das ist zum einen die Statistik und hier geht es eigentlich zurück auf Tukey, einen recht berühmten Statistiker, der 1962 eben formuliert hat, dass er eigentlich dachte, ein Statistiker zu sein. Statistik war damals aber eine sehr, sehr stark mathematisch getriebene Disziplin, ganz wenig Anwendung. Und Tukey ist eigentlich der Erste, der die Statistik aus der Mathematik-Ecke herausgeholt hat und eigentlich gesagt hat, die Anwendung in anderen Disziplinen, der Statistik ist eigentlich das, was wir brauchen. Ich würde einfach mal sagen, das ist eigentlich so der Startpunkt von Data Science, wenn man so will. Also wenn man sagt, wir müssen eigentlich die Daten analysieren. Der Namenspatron, der den Begriff Data Science zumindest in dem Bereich Statistik genannt hat, ist Cleveland, der 2001 in einem sehr spannenden Paper dazu aufgefordert hat, die beiden Disziplinen Statistik und Informatik eigentlich zu kombinieren, also die Statistiker viel numerischer zu machen und die Informatiker viel statistischer zu machen, um damit eigentlich den Schatz zu heben, der in Daten steckt. Wenn man Informatiker fragt, wo der Begriff Data Science herkommt, wird man diese beiden
Menschen, also bei den Wissenschaftlern Duke und Cleveland, nicht hören, weil das sozusagen eine ganz andere Historie hat. Dort wird immer Peter Naur genannt, der von Datalogy gesprochen hat und Knowledge Discovery and Databases eigentlich entwickelt hat. Und natürlich dann kommen die ganzen Begrifflichkeiten mit Big Data, die dann aufgekommen sind. Das verschwimmt so ein bisschen, das Big Data im Laufe der Zeit jetzt mit KI und ist natürlich eine Wahnsinnsentwicklung, auch im Bereich Machine Learning natürlich, der da passiert ist. Und doch, und das ist das, glaube ich, was ich da auch in einem Artikel versuche, und das ist auch das, was wir bei uns im Studium versuchen, und doch ist Data Science eigentlich die Kombination aus statistischem Denken und Informatikdenken oder Machine Learning Denken. Und ich sage das sehr immer gerne, wenn man das mal ganz plakativ sagen will, dann versuchen die Statistiker herauszufinden, what's going on. Und wir hatten das ja gerade auch in dem Vortrag von Harvey ganz schön gehört, wohingegen die Informatiker und das klassische Machine Learning immer so auf die Prediction aus ist. Ja? Also what happens next, wenn man so will. Weder das eine noch das andere ist ein Allzweckwerkzeug. Als Data Scientist brauche ich tatsächlich diesen dualen Blick. Und das ist auch das, was wir bei uns im Studium herausarbeiten. Das ist nicht für jeden Data Science Studiengang in Deutschland oder weltweit der Fall. Da gibt es auch viele Studiengänge, wo die Statistik hinten runterfällt. Aber beim Münchner Studiengang ist sie sehr weit oben angesiedelt und die Studierenden, die rauskommen, beherrschen die Klaviatur der Statistik genauso wie die Klaviatur von Deep Learning. Und das ist, glaube ich, das, was ein Data Scientist beherrschen sollte. Die nächste Folie, bitte. Achso, das hatte ich schon gesagt, genau. Dann wunderbar. So, dann gehen wir der Reihe nach durch. Das sind die, jetzt gebe ich immer nur einen Klick. Wenn ich Klick sage, dann bitte einfach kurz weiterrücken, weil die Animation da jetzt dann kommt. Also wir haben in den ersten Abschnitt tatsächlich ein relativ umfangreiches Kapitel drin, was die Methoden in des Data Science beschreibt. Das habe ich zusammen mit Damian Bort und Eike Hirmeier zusammen verfasst. Und ich muss sagen, auf dieses Kapitel bin ich tatsächlich ein bisschen stolz. Und zwar deshalb, weil ich es mir ganz gerne selber ab und an auch mal wieder zur Brust nehme. Denn das Methodenspektrum in Data Science ist so umfangreich, dass man das eine oder andere nicht wirklich immer parat hat. Und dieses Kapitel versucht weitestgehend zumindest eigentlich dieses ganze Spektrum, und zwar von Statistik bis hin zu Deep Learning, abzudecken und mit entsprechenden Referenzen. Und bitte einen Klick. Das startet natürlich klassisch mit der Regression. Hier sind unterschiedliche Verfahren dann auch, die sozusagen Regression auch im Kontext des Machine Learning darstellen. Und noch einen Klick, bitte. Und wir gehen über zu glatter Regression, also nicht parametrische Regression, also funktionale Regression. Das ist, würde ich mal sagen, seit 10, 15 Jahren eigentlich eher der Standard. Das ist insofern auch interessant, dass Regression ja im Kontext oder im Vokabular der Informatik ist das immer nur die klassische eine stetige Variable auf eine stetige Variable. Für Statistiker ist alles, was Input hat auf irgendeine Art von Variable, ist als Regression bezeichnet. Und das ist das, was wir durchaus hier herausarbeiten, dass hier das Regression hier sehr, sehr viel weiter gefasst ist als das, was vielleicht im Bereich der Informatik unter Regression definiert wird. Ein Klick bitte. Das geht auch rein in Bayesche Statistik, die immer wichtiger wird, also die Bayesche Art und Weise zu schließen. Und wir versuchen hier das tatsächlich in einer sehr knappen Form, aber trotzdem eigentlich wieder populärwissenschaftlich, wie der Andy Ulleborg das schon gesagt hat, eigentlich auch mal klar zu machen, was passiert eigentlich in Bayesian Statistik, bis hin auch zu Markov-Chain-Monte-Carlo-Methoden, also den klassischen numerischen Verfahren, um einfach mal kurz zu skizzieren, wie läuft das denn eigentlich, warum geht das und wie funktioniert das? Ein Klick bitte. Natürlich, jetzt kommen wir so in diesen Bereich statistischen Lernen rein, fehlen Bäume nicht in ihrer diskreten Form. Und nochmal einen Klick bitte. Und natürlich auch als Regressionsbäume. Das ist sehr auffällig. Oh, Entschuldigung, Ritter. Ich muss mal das mal hier ausstellen, kurz. Das ist in dieser Form auch in dem Kapitel mit ausführlich dann behandelt. Und, na klar, und jetzt kommt die Königsdisziplin natürlich im Bereich Machine Learning. Ein Klick bitte. Geht es dann auch rein in die neuronalen Netze? Das sind sozusagen die Standard-Tools, die wir jetzt hier dann beschreiben.
Und natürlich, wenn man mit neuronalen Netzen anfängt, dann öffnet sich die Tür für tiefe neuronale Netze, also für Deep Learning. Und da bitte ich dann um Seitenwechsel. Auch das ist ausführlich behandelt und zwar sehr schön verfasst auch von Damien Bord. Der hat so diesen Passus da geschrieben, wo dann so auch ein bisschen die historische Entwicklung dieser von Deep Learning aufgefasst wird. Das ist sicherlich ein Thema, was sehr, sehr spannend im Bereich der Statistik jetzt auch wieder ist, wo man im Prinzip versucht eigentlich herauszufinden, warum funktionieren die Dinge eigentlich? Ja, also aus statistischer Sicht kann das nicht funktionieren, mehr Parameter als Beobachtung. Und doch zeigt sich, dass man eben diesen Double Dip da hat. Also das heißt, an der Stelle gibt es jetzt tatsächlich so einen ganz spannenden Feedback auch in die statistische Forschung. Das ist jetzt nicht in dem Buch hier behandelt, aber das ist sozusagen, was mich im Moment so ein bisschen umtreibt, auch forschungstechnisch. Und insofern komme ich zurück eben auf dieses Kapitel. Das war sehr inspirierend für mich, dieses Kapitel mit den Kollegen da auch zusammenzuschreiben. Nochmal einen Klick bitte. Wir gehen weiter und das ist auch dann schon so ein bisschen die letzte Folie, um noch zu zeigen, was wir in dem Kapitel und Methoden drin haben. Natürlich haben wir ein Kapitel über Ausbildung drin. Das ist jetzt primär so die Bachelor- als auch Master, also die universitäre Ausbildung und versuchen noch ein bisschen auch mal zu zeigen, wer, wie, wo, was in Deutschland anbietet. Und nochmals, ich betone, Data Science ist nicht gleich Data Science. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt viele Universitäten, die den einen oder anderen Studiengang als Data Science anstreichen, weil es gerade im Moment ganz modern ist. Da muss man wirklich ein bisschen weiter tiefer reinschauen, was ist das Curriculum und ich würde mal alles sagen, mal etwas provokativ sagen, ein Data Science Studiengang ohne Machine Learning ist nicht denkbar und ein Data Science Studiengang ohne statistische Inferenz ist nicht denkbar. Man braucht an der Stelle tatsächlich beides. Wir sprechen auch kurz über Weiterbildung. Das ist so ein Thema, was, glaube ich, in Deutschland auch noch nicht so richtig entwickelt ist oder wo noch keine Standards gesetzt sind. Da werden viele Kurse im Bereich Weiterbildung angeboten, wo irgendwie unklar ist, was dahinter steckt. Und wir haben an der Stelle natürlich auch das Thema Datenethik in diesem ersten Block nicht ausgeblendet. Und hier noch zwei weitere Punkte, die ich jetzt hier dann noch so visualisiert habe. Na klar, Visualisierung ist drin und Datenstrukturen. Aber dieses gesamte erste Kapitel oder der erste Abschnitt des Buches versucht wirklich auf ja knapp 100 Seiten ein Rundumschlag, um die gesamte Methodik im Bereich Data Science zu machen. Das war eine Herausforderung, das zusammenzudampfen auf ein populärwissenschaftliches Niveau, was gleichzeitig aber doch den wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Aber zumindest die Kapitel, die ich selber geschrieben habe, aber auch die Kolleginnen und Kollegen geschrieben haben, muss ich einfach sagen, mir macht es immer eine totale Freude, die zu lesen. Und ich greife tatsächlich, weil es wirklich einfach ein wunderbares Zusammenfassung und der ganz verschiedenen Sachen sind, greife ich immer sehr, sehr gerne darauf zurück. Und damit gebe ich an, jetzt weiß ich gar nicht, wer nachfolgen kommt. Die Monika. Ganz herzlichen Dank. Können Sie mich hören? Ja. Okay. Ja, auch von meiner Seite noch ein Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich zum Buch beitragen durfte und sozusagen vielleicht auch eine exotische Branche besetzen durfte mit der Rückversicherung. Ich sage gleich ein bisschen was dazu, was Rückversicherung ist. Und auch heute zu den Vortragenden gehöre. Ganz kurz zu meiner Person, zu meinem Background. Das ist eine Kombination aus Versicherungswissenschaften, was ich studiert habe und den Master gemacht habe in Leipzig und mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Branche, Computer Science und Consulting. Und genau diese Kombination hat mich in die Rückversicherung gebracht und zur Swiss Re. Und dort habe ich 2016 angefangen als Head of Data Science or Data Analytics, Digital and Analytics, EMEA, das Thema Data Science ganz systematisch aufzubauen über verschiedene Geschäftsbereiche der Swiss Re. Habe damals 16, habe im ersten Data Scientist angefangen, über Jahre Data Scientist eingestellt, mit sehr vielen Hochschulen auch zusammengearbeitet.
Und was mich daneben auch noch sehr stark beschäftigt hat, vor allem in jüngerer Vergangenheit, Herr Kaumann hat es auch erwähnt, Data Governance. Das heißt auch, wir sind jetzt verwöhnt von Daten in der Versicherungsbranche, Rückversicherung und Technologie lässt ja weitaus mehr zu. Und da ist es ganz wichtig, die Grenzen zu betrachten, gerade weil wir sehr viele persönliche Daten verarbeiten, vor allem in der Lebensversicherung. Und nach vielen Jahren Capability Building habe ich mich entschieden, wieder stärker auch in den Geschäftsbereich zu gehen. Bin seit diesem Jahr in der Naturkatastrophenmodellierung, ganz aktuelles Thema natürlich, auch angesichts des Thema Climate Change, Klimawandel, steigende Anzahl von Naturkatastrophen. Um dort vor allem das Thema Data Science, neue Daten, Sensordaten, Satellite Images, neue Methoden in die Modelle zu bringen und neue Services für unsere Kunden anzubieten. Und ja, zum Vortrag selbst. Ich habe mir das jetzt so vor, meinen Vortrag so aufgebaut. Ich erkläre kurz, was wir unter Rückversicherung verstehen. Im Buch ist es sehr ausführlich dargestellt, auch mit den Rückversicherungsarten, die wir kennen. Ich komme dann zur Swiss Re, Einführung auch zum Unternehmen selbst. Unsere Philosophie, unsere Strategie auch in Verbindung zu Tech und Data. Kurz dann auf das Kerngeschäftsmodell gehe ich dann ein, auf die Wertschöpfungskette, um dort anhand von ausgewählten Beispielen darzustellen, wo Data Science einfließt. Und habe noch einen aktuellen Use Case mitgebracht, nicht unbedingt News Case oder ein Beispiel, den ich im Buch dargestellt habe, sondern was ganz Aktuelles. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Ja, wenn wir auf die nächste Seite gehen, genau, und die auch überspringen. So, ja, bevor ich zur Swiss Re selbst komme, zur Frage, was ist überhaupt eine Rückversicherung? Jeder kennt die Versicherung, hat sein Fahrzeug versichert. Wohin fiel das Stichwort Wohnungseinbrüche, macht einen Hausrat oder eine Haftpflichtversicherung. Aber was ist Rückversicherung? Ja, das ist die Versicherung der Versicherungen. Und die Frage ist, wozu brauchen Versicherungen eine Rückversicherung? Das heißt, wann kaufen die sich Rückversicherungsdeckung ein? Und es gibt ein paar Gründe. Ein Grund habe ich schon genannt, das Thema Naturkatastrophen. Das ist ein Kumulrisiko, das auch ein Einzelversicherer immer wieder auch in Grenzen bringt. Er möchte sich natürlich die Bilanz auch nicht irgendwo beeinträchtigen in negativer Hinsicht. Und so werden einfach auch gewisse Anteile am Risiko über die verschiedenen Rückversicherungsarten bei uns abgedeckt. Es geht um das Thema überhaupt Kapitalunterstützung. Wir sind sozusagen die Bank vom Versicherer. Der Versicherer darf ja keinen Kredit aufnehmen. Und last but not least, das Thema auch Wissenstransfer. Wir beraten, wir unterstützen unsere Versicherer über Einschätzung von Risiken der Zukunft. Ich habe eins genannt, das ist der Klimawandel. Hat eine große Rolle gespielt, auch während der Pandemie. Und genau dort spielt ja auch das Thema Data Analytics mit rein. Ja, die Swiss Re selbst, hier steht one of the world's leading providers of reinsurance. Wir sind die Nummer 2 weltweit, die Nummer 2 mit einem Prämienumsatz von 43 Milliarden gehören wenn ich sage Nummer 2, wir haben so mit Top 20 Rückversicherung zu tun. Wir ziehen bei den Top 20 dort die Grenze, wo ich mindestens einen Prämienumsatz von 3 Milliarden habe. Nur, dass man eine Vorstellung hat, wie viel von solchen Einrichtungen gibt es. Wir sind 160 Jahre alt. Ich betone das deshalb, weil gerade in unserer Branche und angesichts auch oder im Zusammenhang mit der Digitalisierung, mit IT, ja gerade in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel traditionsreiche Marken und Unternehmen verschwunden sind, ist es natürlich umso beachtlicher, dass sich ein Geschäftsmodell ein Unternehmen über so lange Zeit hält. Und es hat damit zu tun, dass wir uns ganz stark mit dem Thema Risiken und Krisen beschäftigen. Und das wisst ihr alle, da gibt es mehr als genug und es wird die immer geben. Und daher erweist sich eigentlich jedes Jahr dieses Geschäftsmodell als erneut kritisch auf dem Markt. Und gleichzeitig hilft uns aber Tech und Data, dieses Geschäftsmodell weiterhin auch erfolgreich zu führen.
Und wenn ihr jetzt seht, auch da, es ist immer wieder erschreckend zu lesen, dass trotzdem 75% zum Beispiel der ganzen Naturkatastrophen, Hurricanes, Erdbeben, Flut oder auch jetzt die Wildfires, die man viel sieht, in Griechenland oder auch in Kanada, dass die Versicherungslücke bei 75% ist. Da muss man auf der anderen Seite sagen, da haben wir noch ganz, ganz viel an Potenzial. Und dort setzen wir sehr stark auf Data und Analytics. Wenn wir zur nächsten Seite kommen. Daher haben wir auch eine sehr schöne Vision, We Make the World More Resilient, oder die Mission, We Close the Protection Gap. Und es ist immer wieder schön, auch wenn man das den Data Scientist im Einstellungsgespräch sagt, dass sie genau zu dieser Vision und zu dieser Mission persönlich beitragen können, durch die Modelle, die sie mitentwickeln. Und das ist natürlich für jeden Einzelnen, auch für Neubeginner, immer sehr schön, wenn man so einen Purpose hat. Warum mache ich das? Welchen Sinn hat meine Tätigkeit? Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Gut, wir gehen zur nächsten Folie. Ich denke, das meiste habe ich genannt. Swiss Re hat auch tritt unter verschiedenen Marken und Labels auf, die Swiss selbst versichert. Versicherungsgesellschaften wie, sei es eine, ich möchte jetzt keine Namen nennen, Sie kennen die Pfefferminzias. Die Swiss Re Corporate Solution ist ein Direktversicherer, der vor allem dann große Industrien versichert. Das sind Automobilversicherer, das sind aber auch Betreiber von Ölplattformen, Pharmaindustrie. Ganz interessant ist Swiss Re Institute, das ist unsere Research und eigene Akademie. Wir haben einen großen Forschungsbereich, weil es jetzt ganz wichtig ist, auch zu schauen, welche Auswirkungen hat der Klimawandel in der Zukunft? Gibt es, bleiben gewisse Risiken bestimmte Märkte oder Geografien versicherbar, wenn es so weitergeht? Oder auch dann die Swiss Re Foundation, das ist unser Charity-Programm, wenn nach Erdbeben, wie wir es jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit ein paar Mal hatten, dort fließen auch ganz konkrete Unterstützungen, Gelder in die Regionen. Gut, ich denke, dass da ist mal, ja, vielleicht noch eines auf der nächsten Seite. Wie unterscheiden wir uns denn von unseren Mitbewerbern? Wir sehen da das Thema Capital Strength, das ist eigentlich so dieses Kerngeschäft, das heißt Kapital auch zu geben, den Versicherern. Aber darüber hinaus differenziert sich gerade die Swiss Re über Services, wie auch dieses Risk Know-how, wo wir die Methoden, Wissen, Daten unseren Kunden zur Verfügung stellen oder mit Kunden zusammen Produkte entwickeln, uns beispielsweise mit Kunden spezifisch anschauen, wie kann ich mich aufstellen bei dem Thema autonomes Fahren oder AI Act, welche Implikationen hat es auf mein Versicherungsgeschäft? Und was ich schon erwähnt habe, auch Tech and Data, denn wir machen jetzt das Geschäft seit 150 Jahren, 160 Jahren heißt nicht, dass wir seitdem alle Daten so gespeichert und strukturiert haben. Dennoch gibt es aber natürlich sehr, sehr viel, auf das wir aufsetzen können, um dann mithilfe dieser Methoden und Capability das Geschäft zu unterstützen. Ja, wir kommen zur nächsten Seite. Das ist das Geschäftsmodell oder wie wir auch sagen, die Wertschöpfungskette, dass sowohl der Erstversicherer als auch der Rückversicherer beginnt mit der Produktentwicklung, geht dann ins Underwriting, da komme ich gleich noch dezidiert dazu, weil das ist so ein Hauptgeschäftsfeld der Versicherung und auch Data Science zum Einsatz kommt. Thema Verkauf bis hin zum Schaden beziehungsweise auch der Vertragsgestaltung. Ein paar Beispiele auch dazu und auch immer den Kontext zu Data Science. Bei der Produktentwicklung geht es ja auch vor allem darum, neue Risiken auch einzuschätzen und für Versicherungsschutz Deckungskonzepte zu entwickeln. Sei es, ich habe das Beispiel genannt, autonomes Fahren. Dadurch verändert sich die Haftpflichtversicherung und die der Haftpflichtversicherungsschutz. Das Thema Cyber. Aber auch neuartige Naturkatastrophen beziehungsweise solche, denen man auch bisher nicht so die Aufmerksamkeit geschenkt hat, denken Sie an das Ereignis, die Sturmflut Bernd in Deutschland, die zunehmenden Waldbrände. Dazu bedarf es neue Konzepte und die ganzen Kalkulationen, Tarifierung, der Versicherungsschutz ist ohne Data Analytics gar nicht mehr denkbar. Beim Underwriting und Pricing, das
klingt immer so etwas oberingeniertes. Underwriting bezieht sich vor allem auch auf das große, auf das Industriegeschäft. Also gerade auch wenn wir Automobilhersteller, die in verschiedenen Standorten weltweit aufgestellt sind, den Versicherungsschutz anzubieten und einzuschätzen, je nach Art der Produktion und des Standards vorherzusagen, also über statistische Methoden vorherzusagen, wie ist die Schadenwahrscheinlichkeit einer Flut, eines Hurricanes, der Feuergefahr, wie sind auch Betriebsunterbrechung oder auch von Haftpflichtrisiken. Und dort kommt das Thema Data Science zunehmend zum Einsatz. Warum? Ich habe durch die neuartige Daten, sei es jetzt Satellite Images oder Sensordaten, viel mehr Daten, wo ich auch schauen muss über Korrelationsanalysen, welche kann ich dadurch mein Risiko noch granularer einschätzen oder kann ich auf bestimmte Anzahl von Input-Parameter durch einen Kunden, was immer sehr mühsam ist, verzichten, wenn ich Sensordaten nehme. Also auch dadurch wird das Pricing auch nach und nach auch revolutioniert oder ich will mal sagen evolutioniert oder neue Korrelation zu, ja, man prüft die Umweltverträglichkeit der Aktivitäten von Firmen über den sogenannten ESG-Score, also das Thema Climate Change, CO2-Commission. Und was der Kaumann vorhin gesagt hat, das Thema Bayesian Methodologies ist ein ganz großes Thema, warum wir mehrfach oder zunehmend Data Scientists im Underwriting einsetzen. Wir haben bei den Großschäden, die Gott sei Dank die große Flut nur alle 200 Jahre vorkommen, haben wir natürlich sehr wenig Volumen oder niedrige Frequenz an Schadenereignissen. Und dort sind neue Methoden auch gefragt, wo ich auch mit dem klassischen statistischen aktuariellen Vorgehen einfach an meine Grenzen stoße. Thema Schaden, da geht es darum, Schaden ist immer so the moment of truth in der Versicherungswirtschaft und da habe ich an dem Punkt habe ich so viel Daten wie nie zuvor über das Schadenereignis, aber auch über den Kunden selbst und gleichzeitig geht es darum, nebst der Fülle an Datenverarbeitung, gerade Rückversicherer hat es jetzt mit Kumulschäden zu tun, wie Hochwasser oder Erdbeben, ist die Anforderung, Daten kundenfreundlich, das heißt sehr schnell zu verarbeiten. Und das schaffe ich eben nur mit der Unterstützung von Data Science. Das heißt, dort sind Automatisierungsvorgänge bei kleineren oder Standardschäden, die sind zu 80% automatisiert. Bei komplexen Schäden geht es vor allem darum, dass ich mit wenigen Parametern, die über auch Text Extraction, NLP oder anderen Methoden aus der Schadenmeldung rausziehe, den Schaden richtig kategorisieren, den richtigen Experten weiterleiten. Das Thema Betrug fällt normalerweise auch in den Schaden rein. Jetzt der Rückversicherer hat jetzt das Privileg, dass seine Kunden, also Erstversicherer, dass dort keine, oder sagen wir mal, dass das kein Thema ist, Betrug. Aber was auch der Herr Bode gesagt hat vorher, das Thema Wohnungseinbrüche, fingierte Fälle, oder auch diese Fahrraddiebstahlgeschichte in Holland oder in den Niederlanden. Das sind natürlich unsere Kunden massiv betroffen. Die haben auch das gleiche Thema, auch dort Betrugserkennungsmuster auch zu identifizieren mit Daten. Und dort helfen wir über unsere Services, die wir anbieten, auch unseren Kunden Betrug besser zu erkennen, auch neue Betrugsmuster zu erkennen und präventive Maßnahmen durchzuführen. Und hier last but not least, das Thema Contracts. 80% unserer Informationen liegen in unstrukturierten Texten, also das Thema NLP. Und ich komme später in meinem Use Case dazu, jetzt natürlich GenAI und ChatGPT ist ein großes Thema, um eine Hilfestellung, um Texte viel besser, schneller zu extrahieren, die Klassifizierung auch akkurater zu machen. Und auch nach und nach in die Standardisierung überzugehen. Gut, wir kommen zur nächsten Folie. Ja. Im Buch selbst habe ich bei den Beispielen, habe ich mich sehr stark auf das Thema Klimawandel auch fokussiert und vor allem die Quantifizierung des Klimawandels und der Impact dann auf verschiedene Versicherungsarten. Und dort dargestellt, wie unterschiedliche Capabilities und Geospatial Analytics, Korrelationsanalysen oder auch NLP
helfen, unterstützen, das Thema Klimawandel auch voranzutreiben. Ich habe heute ganz bewusst entschieden, einen anderen Case zu bringen. Eigentlich ein ganz trivialer Case, ein täglicher Case, die Verarbeitung von Versicherungsanfragen. Und der ist jetzt im Lichte von Gen-AI und ChatGPT, hat eine ganz neue Dimension und Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt nicht, dass wir jetzt schon alles gelöst haben. Wir stehen dort ganz am Anfang und ganz, ganz große Hoffnungen. Wir haben jetzt auch, machen Prototypen, wir investieren auch sehr viel. Ich gehe mal kurz den KIs durch und sage vielleicht auch schon mal ein paar Stichworte zum Thema ChatGPT, Gen-AI. Ich habe es auch schon angedeutet. Wenn wir Kundenanfragen bekommen mit dem Ziel, dass wir ein Risiko einschätzen, dass wir einen Preis berechnen, dann ist es nicht nur eine Seite, das können hunderte von Seiten sein, die wir über Makler bekommen. Wir schauen uns an das Risikoprofil. Denkst jetzt, sag ich mal, gerade so eine Firma mit BMW, Standorte in aller Welt, das sind so viele Daten, Werte, Standardinformationen, Historien relevant, um daraus ein Profil zu erstellen und das Risiko einzuschätzen. Und das Risiko einzuschätzen ist ja nicht nur einen Betrag zu geben für eine Prämie, sondern die ganzen Konditionen auch zu berechnen. Und das heißt, an dem Moment, wenn das Quote beziehungsweise wenn die Submission oder ein Request eingeht, dann habe ich eine Vielzahl von Daten und vor allem 80% in Texten. Und daher ist das Thema Data Ingestion eigentlich ein Dauerbrenner, der uns jetzt schon einige Jahre begleitet. Dort wird auch sehr viel investiert, wo wir mit Hilfe von Text Mining, Image Recognition und allerlei Methoden, NLP, natürlich immer versuchen, über Texte so zu klassifizieren, dass ich es so einspeisen und automatisieren kann, die Modelle auch immer genauer auch zu gestalten. Um dann im Underwriting, also eine schnellere, eine bessere, eine akkuratere Risikoeinschätzung zu machen, Automatisierung voranzutreiben und auch beim Wording, beim Contracts auch in Richtung Standard zu gehen. Weil da haben wir auch einfach das Thema, dass dort ganz, ganz viel auch manuell, individuell gestaltet wurde, was es dann immer sehr schwierig macht, wenn dann ein Großschaden eintritt in Cyber oder auch jetzt bei Pandemie. Wirklich die im Einzelfall übersehen zu können, was wo vereinbart wurde, ohne dass manuelle und sehr teure Ressourcen zum Einsatz kommen. Und dann ganz klar, wie ich gesagt habe, im Schaden auch dann die Unterstützung bei der Schadenabwicklung. Und warum das Thema ChatGPT? Ja, NLP ist natürlich auch eine sehr aufwendige Methode, müssen sehr viel einzeln auch modellieren. Und dennoch ist dann die Accuracy und das Outcome oft limitiert und bedarf einer ganz großen Nachbearbeitung. So, jetzt ist die LLM-Modelle, das GPT, sehr vielversprechend. Und wir haben auch sehr viele Beispiele, wo ich mit Hilfe von den Prompts auch ganz konkrete und sehr akkurate Auskünfte bekomme zum Standard, zum Versicherungssumme, zur Schadenhistorie, alles was relevant ist für das Pricing. Aber interessanterweise gibt mir ChatGPT auch eine Antwort in Fällen, wo im Dokument gar nichts dazu steht. Das heißt, damit muss man sich jetzt einfach erstmal auseinandersetzen und auch sehen, wie weit kommen wir, was wir auch ganz stark sehen bei den LLM-Modellen, gerade wenn wir sie auch mit den Vendors zusammenarbeiten. Die sind jetzt sehr stark, also auch technologisch natürlich gut ausgereift. Aber was uns natürlich fehlt als Branche, als Versicherungsbranche, ist noch der Layer drüber mit der Versicherungsfachlichkeit. Und ich denke, auch dort wird das Wissen noch eine große Rolle spielen. Und damit möchte ich eigentlich jetzt auch gar nicht weitermachen und die Zeit überspannen. Bin auch nachher gerne bereit, in Fragen einzugehen und würde dann zurückgeben oder weitergeben an den Kollegen, den ich bin. Und das überspringen wir. Ich hatte das alles schon erwähnt. Wir sind sozusagen dann am Ende. Dankeschön. Vielen Dank, Monika. Herzlichen Dank für den Überblick. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter an den André Luko von BMW. Ja, auch guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist André Luko. Ich verantworte bei BMW das Thema Innovation und neue Technologien in der Group IT. Bin da auch schon längere Zeit, seit 2005
um genau zu sein, habe ich mit verschiedensten Themen da befasst, von SAP, Connected 3, und dann bin ich irgendwie in Innovation gerückt und das Thema AI und Daten beschäftigt mich seit rund 2008 immer mit eigentlich der Informatiker-Perspektive. Wenn ich nicht bei BMW unterwegs bin und richtig auch gelegentlich an der LMU als Privatdozent da. Genau. Und ich freue mich heute, unsere zwei Kapitel vorstellen zu können. Das erste Kapitel geht etwas allgemeiner auf das Thema Anwendungen und Werkzeuge, Plattformen ein. Und das zweite Kapitel fokussiert sich halt auf einen speziellen Anwendungsfall in der automobilen Fertigung von Elektromotoren. Also das heißt wirklich ein, sage ich mal, relativ Cutting-Edge-Case mit unserer neuesten Technologie. Genau, dann gehen wir vielleicht mal zu der nächsten Folie. Wie man jetzt auch gerade bei der Swiss Re schon gesehen hat, ja, findet sich heutzutage eigentlich AI und Data Science in jedem Bereich einer automobilen Wertschöpfungskette. Wenn man vielleicht mal bei den Forschung- und Entwicklungsbereich anfangen, Themen wie autonomes Fahren, Connected Engineering. Also heutzutage kann kein Fahrzeug ohne Computer entwickelt werden. Und Methoden von Data Science spielen eine wichtige Rolle, um Daten zu analysieren. Und wenn wir über KI sprechen, zum Beispiel im Bereich Engineering, wo wir ja viel virtualisiert heutzutage machen, das heißt, wir bauen keine Autos, um sie dann zu crashen, sondern wir machen das halt virtuell mit hochperformanten Clustersystemen, wo zum Beispiel heutzutage mit physics-informed neuronalen Netzen auch KI-Methoden einzuhalten, um gewisse Teile von diesen Partial Differential Gleichungen dazu approximieren. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben das Auto soweit fertig entwickelt. Ja, dann ist es so, dass die automobile Wertschöpfungskette halt hochspezialisiert ist. Wir haben mehr als 5000 Lieferanten, die zum Beispiel für jedes Fahrzeug damit involviert sind. Auch da, sag ich mal, fällt viel Papier an. Ja, also von der Ausschreibung bis zu, von Ausschreibungsunterlagen auswerten, bis hin dann zum wirklichen Verfolgen der Teile und der Teilequalität bis hin in die End-Tier-Lieferantenkette. Eine sehr datenreiche Umgebung. Und wir hatten es jetzt ja gerade gehört, ne, wo Papier, wo Daten sind, ist KI und heutzutage generative KI nicht sehr weit. Gehen wir mal zur Herstellung des Fahrzeuges. Da ist es so, dass wir angefangen haben, sehr viele kamerabasierte Computer Vision Systeme in den Werken zu deployen. Das hat anfangs angefangen mit sehr einfachen Fällen. Ja, schauen wir, dass auch alle Teile an dem Fahrzeug dran sind. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir über Segmentierungsmodelle auch, sag ich mal, sehr feine Abweichungen da orten können. Und wir werden uns jetzt gleich mal im Beispiel der E-Motoren dann ein konkretes Beispiel anschauen, was jetzt nicht Computer Vision basiert ist, sondern eine andere Art von Sensorik verwendet. Akustik. Und genau, und am Ende des Tages, vielleicht schließe ich damit ab, sind natürlich viele Funktionen, die der Kunde heutzutage im Fahrzeug erlebt, KI getrieben. Ja, sei es davon, dass wir ihn warnen, wenn jetzt zum Beispiel die Reifen abgenutzt sind, oder der Kunde unser Sprachassistent, auch Intelligent Person Assistant genannt, im Fahrzeug nutzt. Genau, damit würde ich auf den nächsten Folie kurz auf ein konkretes Beispiel aus der Elektromotorenfertigung einsetzen. Und das ist so eine Herausforderung, die man als Industrieunternehmen hat, ist, ne, wir finden natürlich sehr viele gute Trainingsdaten von Katzen und allen möglichen Sachen im Internet. Wenn es jetzt aber über hochspezialisierte Fertigungsschritte geht, ja, können wir vielleicht über teure Sensorik die Daten erheben. Aber diese Daten dann halt wirklich nutzbar zu machen, ist eine der großen Herausforderungen. Und wir hatten ja auch schon heute den einen oder anderen Vortrag zum Thema Visualisierung gehört. Und Visual Analytics ist so eine Subdisziplin, die halt Visualisierung und Data Science und Machine Learning zusammenbringt, um im Prinzip den User, den Experten zu nutzen, die Daten nutzbar zu machen und gleichzeitig im Prinzip Labels zusammen, um zukünftig Machine Learning Modelle da zu trainieren. Und das sieht man hier, wir haben das VA, Visual Analytics System, was im Prinzip in dem Fall die Sensordaten auswertet und über den Input vom User wir im Prinzip dieses
dieses Experten-Know-how, dieses, und das nehmen wir jetzt gleich auf den Expo, wie spezifisch das ist, ja, weil es sind hochkomplexe Sensordaten im Prinzip institutionalisiert und in ein Modell überführt, sodass wir einen Großteil dieser Schritte dann zukünftig automatisiert erledigen können und den Experten dann wirklich noch für die Grenze und Edge Case hinzuziehen. Wie sieht das jetzt konkret aus? Das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Genau, das ist ein, das ist sehr genau auch in dem Buchkapitel beschrieben. Das sieht man hier auf der linken Seite zum Beispiel nur, dass die Daten zum Beispiel automatisch vorverarbeitet werden. Da möchte ich gar nicht mehr so im Detail eingehen. In dem Fall ist hier eine Körperschallprüfung. Das heißt, wir nutzen im Prinzip Sound, ja, während der Motor sich dreht auf der Teststation, und der Sound, durch die Reflexion des Sounds, das kann man wirklich feine Nuancen dann in der Sensorik erkennen, ja. Aber man hat dann halt erstmal, sag ich mal, eine große Menge an Sensordaten, ja, die werden dann vorverarbeitet in sogenannte Spektrogramme. Was man hier dann auf der linken oberen Seite sieht, ist, dass wir im Prinzip über den Cluster-Algorithmen ähnliche Muster schon mal vorklastern. Und oftmals ist es dann halt wirklich schwer zu diagnostizieren, was in dem Cluster dann genau drin ist. Und der Anwender kann dann hier im Prinzip immer zwischen einer einzelnen Engine, ja, mit einer bestimmten Engine-ID, zum Beispiel schauen und die Cluster dann vergleichen. Wenn er dann eine Auffälligkeit hat, die er dann sich weiter anschauen will, dann gehen wir halt zu diesem B-Schritt hier. Und da wird dann halt im Prinzip diese vorsortierten Cluster mit den Spektrogrammen, die aus der Maschine, aus der Körperschallmaschine kommen, halt in Verbindung gebracht. Und er kann dann halt am Ende des Tages diagnostizieren, aus welchem Teil des Motors, also das ist das A-Bearing, das B-Bearing, der rote Schaft, denn zum Beispiel dieser Defekt oder diese Auffälligkeit potenziell ausgelöst werden kann. Und das kann er dann halt entsprechend labeln und System hinterlegen. Neben dem Buchkapitel gibt es dazu auch, sag ich mal, sehr viele weitere Publikationen, ja, von unserem Doktoranden, der das diese Studie durchgeführt hat. Dann würde ich noch zu einem weiteren Beispiel gehen, auf der nächsten Folie. Ja, unsere Ambition ist eigentlich, na, also wir sind ja dafür bekannt, ich hatte es ja schon erzählt, nur, dass wir im Bereich R&D sehr viel simulieren, ja, und weniger Autos zu bauen. Und heutzutage ist es auch so, dass wir zum Beispiel unsere kompletten Werke eigentlich einen digitalen Twin bauen, um das Werk, die Abläufe im Werk zu simulieren, bevor das Werk überhaupt gebaut werden muss. Das nennt sich dann halt iFactory. Ja, zum Beispiel unsere neue Fabrik in Ungarn, die wir demnächst eröffnen werden, haben wir da schon mal komplett simulisiert und unterstützen so die Planer beim Planen der Arbeitsabläufe. Und das Schöne ist, wenn man so einen digitalen Twin hat, dann kann man den zum Beispiel dann auch nutzen, um zum Beispiel auch KI-Systeme zu trainieren. Ich hatte ja gerade erwähnt, eine der Hauptherausforderungen ist, überhaupt solche Trainingsdaten aus dem Werkeumfeld zu haben. Jetzt haben wir gerade über Sensordaten von der Akustikprüfung gesprochen, aber auch Computer Vision Daten sind jetzt, sage ich mal, jetzt bei Google Fotos oder Google Images jetzt nicht wirklich verfügbar. Ja, die beschützen wir auch sehr gut. Und was wir hier haben, und da kann jeder zum Beispiel, wenn er jetzt auf Sodi.ai geht, kleiner Plug, sich den Datensatz runterladen, um da zum Beispiel seine eigene Objekterkennungs-KI zu trainieren. Und wir natürlich dann auch langfristig davon profitieren, dass, sagen wir, diese Foundation-Modelle natürlich unsere Werksumgebung halt besser kennen. Genau, dann würde ich auf die nächste Folie gehen, kurz überleiten, was wird dazu benötigt. Wir hatten jetzt sehr viel über Data Science und die AI-Methoden gesprochen. Ein wichtiger Enabler für uns ist natürlich ganz klar eine Datenplattform, Data Lakehouse. Auch da geht ja die Entwicklung immer weiter, ja, dass man halt auf Basis einer Datenplattform immer diversere Workloads am Ende des Tages unterstützen kann, ja, vom einfachen Data Science Modell im Jupyter Notebook bis hin, sag ich mal, zu den Foundation Modellen, die auch Milliarden Parametern deployed werden kann, getrainiert werden kann. Eine der großen Herausforderungen ist, dass diese Modelle in der Praxis zum Einsatz zu bringen, ein sehr viel Händchen halten bedeutet, ja, und uns das einige schlaflose Nächte immer bereitet, bis so ein Modell dann halt wirklich zuverlässig in der Praxis funktioniert oder es wenigstens weiß, dass es nicht funktioniert und eine Warnung losschickt. Genau, dann wird man auch schon auf die nächste Folie gehen. Ja, da sind wir heute schon ein bisschen spät dran. Ne? Da ich Innovation bei BMW mache, ist natürlich auch eine Frage, wo geht es jetzt mit KI weiter?
Wir haben jetzt sehr viel über Transformer-Architektur und ChatGPT gehört und der Treiber, der es uns alles möglich macht, ist am Ende des Tages nur der immer mehr verfügbare Rechenkapazität. Heute üblicherweise konsumieren wir das als GPU oder TPU in der Google Cloud, aber wir untersuchen natürlich auch aktuelle neue Computing Paradigms wie Quantum Computing, was jetzt im Buch nicht direkt aufgegriffen wird, aber eines meiner persönlichen Steckenpferde ist, deswegen kann ich kein Protokoll in Quantum Computing machen. Dann wird man schon zum Schluss des kurzen Pitches kommen auf die nächsten Folie, wo einfach die Sache ist, wir brauchen eine skalierbare Plattform, um wirklich solche High-End-Modelle zu entwickeln. Wir brauchen Daten, wir investieren kontinuierlich in unsere Datenqualität und um die Daten ohne Chip, die Daten zu labeln, aufzubereiten. Data Governance ist im vorigen Vortrag gerade gefallen, natürlich extrem wichtig, ein großer Teil unserer Daten ist hochsensibel. EU AI Act haben wir auch schon kurz angesprochen. Also da gibt es sicherlich in Zukunft noch mehr Herausforderungen, wie man mit Daten sorgsam umgeht. Auch damals zum Beispiel einige Promotionen im Bereich Differential Privacy und Privacy Tech zu laufen. Und am Ende des Tages müssen wir unsere Mitarbeiter da auch enablen. Und dann bin ich schon am Ende meines Vortrages. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und zurück zu dir, Andi. Vielen Dank. Herzlichen Dank, André, und herzlichen Dank, Monika, und natürlich auch Göran am Anfang. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube, das hat einen guten Überblick gegeben. Tatsächlich auch, denke ich, in dem Sinn ähnlich wie in deinem Buch, Lothar, doch eine ganz große Bandbreite an sehr, sehr unterschiedlichen Themen. Monika, danke. Du hast mal auch aufgezeigt im Buch eben, ja, was ist überhaupt eine Rückversicherung? Was tut die? Weil das ja so landläufig ganz vielen Leuten erstmal so gar nicht richtig bewusst ist, ne? Also eine Versicherung kennt noch jeder, aber eine Rückversicherung, da weiß dann schon nicht mehr unbedingt jeder, was das überhaupt ist. Und eben, was sind da die Geschäftsbereiche? Was sind die Vorfälle? Und was spielt da KI für eine Rolle? Ja, ich denke, Göran auch nochmal herzlichen Dank. Diese Verbindung eben Informatik und Statistik ist eben die Besonderheit bei Data Science und KI. Ich glaube, das hast du auch sehr gut vorgestellt. Und in dem Buch ist es in der Tat ja sehr knapp und prägnant zusammengefasst, sodass man das wirklich nochmal sehr gut nachlesen kann, die verschiedenen Teildisziplinen. Und ja, und ich denke, bei BMW, wie gesagt, ist ja auch mein alter Arbeitgeber, merkt man halt doch, da sind schon hochgradig intelligente Leute zugange, die da auch sehr, sehr tief in die Materie einsteigen. Und BMW beschäftigt sich ja schon sehr, sehr intensiv seit vielen Jahren in ganz vielen Bereichen mit künstlicher Intelligenz. Und das war auch sehr, sehr eindrucksvoll, was du gezeigt hast, André. Und war ja auch nur ein kurzer Abriss. Ihr seid mit zwei Artikeln im Buch vorhanden. Und jeder, der da Interesse hat, kann das eben auch da nachlesen. Genau, ja, ansonsten, Lothar, vielleicht gebe ich nochmal zurück zu dir, wie wir nun den Ausklang sozusagen gestalten wollen.